Herzlich willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel zu unserem DSA-Impro-Hörspiel. Mit mir an meiner Seite überraschenderweise heute mal drei Spieler, denn ich werde unsere Sternsplitter-Kampagne zu Ende führen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr geschlittert und hattet schöne Weihnachtsferien, so wie wir, denn wir haben auch einen echt schönen Gruß bekommen von unserer lieben Franka, die uns auch was gebastelt hat. Und zwar Erweiterungskarten, Gasthaus zum Rollenden Würfel, Munchkin-Karten. Echt cool. So cool. Echt, vielen Dank dafür. Die sind wirklich cool geworden. Sind ein bisschen overpowered, aber so müssen die, glaube ich. Hier der Meister zum Beispiel. Also realistisch. Realistisch, ja. Natürlich. Wer mit dem Gasthaus spielt, der kann nur gewinnen. Ja, gibt nicht viel mehr weiter zu sagen. Lehnt euch zurück und lasst den namenlosen Erzähler euch nochmal einfangen. Das kommt wieder sehr überraschend heute. Ich lese einfach vor, was ich aufgeschrieben hatte an Notizen, ja? Mhm. Folge 26. Kampf gegen Orks. Aliana vom Baum herab mit Pfeilen gegen Orks. Simsa, Alekin, allen herbei. Ach, lest einfach selber. bin ich schon dran? Wirt? Wo ist denn mein Publikum? Das sollen schon alle sein? Ich meine, hat sich denn nicht herumgesprochen, dass dies heute der letzte aller Briefe ist? Dies ist das Finale. Los, ruft noch einmal nach draußen, dass die Menge vor der Tür sich auch noch einfindet. Ach, was? Ich mache es besser selbst. Ehe ihr da reinkommt, aber zackig, es gibt Freiknat! So, sie kommen. Ach, Rodrik, sieh mal einer an. Wirt, für den Kleinen hier eine heiße Milch. Ja, ja, ja. Du hast dich sowieso schon viel zu lange nicht mal hier blicken lassen. Also, pass auf, was bisher geschah. Der wilde Kampf entbrannte und in eisiger Sturmeskälte kreuzten sich klirrend die schartigen Klingen von Ork und Mensch. Elfische Präzisionspfeile zerteilten selbst unschuldige Schneekristalle. Doch, oh weh, ein Kampf gegen Windmühlen hätte mehr Aussicht auf Erfolg gehabt. Die Übermacht der Orken stellte die Tapferkeit und den Mut unserer Helden auf die Probe, als, so höret, mächtige Flügelschläge kündeten von der Rettung. Belforan sauste herab und wendete das Blatt. Doch zu spät. Ein Giftpfeil steckte in des Adeptus Schulter und Belforans gottesgleicher Blick fiel auf den verdammten Paktierer. Die Gefährten warfen sich todesmutig zwischen den verletzten und des Praios gefiederten Diener. Und letztlich durften Jan und Zamino Arlekin in Sicherheit bringen. Fiolin derweil rettete ihr eigenes Leben, indem sie ein anderes opferte. Der Verräter Asleif Yaldinson tat seinen letzten Atemzug. Doch sollte dies nicht der weißen Taube letzte Prüfung vor dem Namenlosen sein. Zwischen den verschneiten Wipfeln glühte Belforans Bannstrahl hell über dem Schnee und zerbarst einen Sternensplitter wie einen gläsernen Kiesel. Die freigesetzte Energie und Macht desselben verwehte wie Asche im Wind. Auf den verschneiten Platz zwischen den orkischen Zelten zum gefesselten und geschändeten Darian-Grabensalb trat Fiolin hin. Unter den Augen Simsas und Alianas zwang der Schamane, sie erneut über Leben und Tod zu entscheiden. Danke, lieber namenloser Erzähler. Also, Applaus bitte. Nein. Gut. Ihr seht also folgende Situation. Beziehungsweise Aliana, Belforan und Simsa, die oben am Rand der Klippe stehen und hinunter in das Orklager gucken, sehen folgende Situation. Belforan hat sich übrigens so ein bisschen hingehockt, damit er, der ist ja ziemlich groß, und späht nur so ein bisschen über den Rand, damit er nicht gleich sichtbar ist. Und zwar sehen wir, wie die gute Fiolin inmitten der Kälte vor der Stele auf dem Tanzplatz steht. Sie zittert und das nicht nur wegen ihrer dürftigen Kleidung, die sie am Leibe trägt, denn sie hat einen gezackten Opferdolch in der Hand. Und ihre Unschuld hat sie zwar schon auf ihrem Weg verloren, doch einen Boron-Geweihten, einen Geweihten der 12 Götter zu töten, wiegt doch schon etwas schwerer.
Und Fiolin, um dich herum steht ungefähr ein Dutzend Orks, gespannt auf das folgende Ereignis. Kaum ein Geräusch ist zu vernehmen, nur das Knirschen des frisch gefallenen Schnees unter euren Sohlen. Und unter den Orks befindet sich auch natürlich der Häuptling. Dieser ist irgendwie, der ist ein bisschen abwesend, als ob ihn das so nicht, diese ganze Prozedur überhaupt nicht betrifft oder einfach kein Interesse daran hat. Aber das merkst du alles gar nicht, weil dein Blick ist fokussiert auf den Ork-Schaman Nargas. Und natürlich auf den an dem Pfahl gebundenen Darian. Und der sieht auch ein bisschen zerfleddert aus. Seine Haare hängen im Gesicht, das irgendwie übrigens geschwollen ist. Blut läuft ihm aus der Nase. Er wurde anscheinend auch ein bisschen verprügelt. Hat wohl jemand seine Wut an ihm ausgelassen. Ja, und dieser Moment, in dem du da stehst mit dem Dolch in der Hand, dauert gefühlt eine Ewigkeit. Guckst ihn an, deine Atemluft gefriert vor dir. Und du hörst ab und zu Waffengeklapper und Lederknirschen der Orks, wenn sie sich bewegen. Und du wartest, guckst nur ab und zu in dieses böse, grinsende Schamanengesicht, bis er endlich langsam und sehr genüsslich auf dich zukommt. Und du spürst seine unangenehme Wärme und seine starke, untote Aura. Und obwohl du schon viel mit dem Tod zu tun hattest, ist dir dieses untote Geschöpf doch ziemlich zuwider. Und du wärst gerne irgendwo sonst auf Dere, nur nicht hier. Und er beugt sich zu dir herunter und haucht dir fast schon ins Ohr. Nun, kleine Geistfrau, beweise deinen Wert und du kannst dir einen Platz an meiner Seite verdienen. Nicht wie diese Blankhäute dort. Und er zeigt so rüber zum Ogerkäfig, vor dem drei Sklaven stehen, die da sichtlich nicht ungern stehen. Und er fährt fort. Töte dieses unbedeutende Menschlein und dir wird nichts geschehen. Du wirst sogar belohnt werden. Doch solltest du dich weigern. Mit diesem Lachen tritt er ein paar Schritte zurück und du kannst dir lebhaft vorstellen, was passiert, wenn du dich weigerst. Ja, und ich trenne nur noch 5 Schritte von Darian, dem du schon mal den Gar ausmachen wolltest. Doch diesmal erscheint es dir irgendwie noch absurder, noch falscher. Ihr... Was wollt ihr mit einem toten Sklaven? Warum? Was? Ist es nicht ein sinnloser Tod, den ihr fordert? Stellt ihr mich in Frage, Blankhaut? Nein. Ich dachte nur, vielleicht habt ihr eine bessere Verwendung für ihn. Tod, was nützt er euch? Tod. Er tritt an dich heran und schlägt dich mit der flachen Hand und macht dir 7 Schaden. Wow. Hatte der so einen Panzerhandschuh an? Ja, der hat Körperkraft 17, ne, der Schamane. Ganz froh sein, dass sein Kopf noch auf den Schultern bleibt. Und du fällst zu Boden und... Naja... Das alles siehst auch du, Simsa. Du sitzt oben neben Aliana, die gefühlt noch blasser ist als sonst. Und das kannst du aber im Grunde nur an ihren Lippen erkennen, weil die ist ja so, die ist ja weiß. Ne? Und du schreckst zusammen, als Belforan in eure Köpfe spricht. Das sieht mir nach einem würdigen Kampf aus. Aber wir sollten ihn nicht offen riskieren. Ich hatte schon einmal mit einem Kind der Finsternis zu tun. Es war kein leichter Kampf. Und es war allein. Dieses Geschöpf hat noch andere um sich versammelt. Und dann wandelt diese Ausgeburt des Namenlosen auch noch unter Praios Antlitz. Welch Frevel. Ihr seid den Orks schon länger auf den Fersen. Habt ihr einen Plan? Und er guckt dich mit einem Auge an. Simsa und auch mich, Aliana. Einen Plan? Nein. Gefiederter Vogel. Ich schlage vor, wir greifen sofort an. Es ist wohl offensichtlich, dass da unten, seht doch, das ist Fiolin, sie soll diesen armen Mann töten. Und sie zieht ihren Bogen und legt schon einen Pfeil auf die Sehne. Wartet, das würde Fiolin doch niemals tun, oder? Ich hab keine Ahnung. Wenn ihr von hier einen Pfeil hinunterschießt, werden sie uns bemerken und das wird nicht gut ausgehen. Wir sollten,
uns schnell einen Plan entfallen lassen. Wir rennen davon. Wir machen Lärm im Wald. Wir lenken sie irgendwie ab. Was hätten wir davon? Dann? Nein. Also... Belforan, ihr seid doch groß und weise und mächtig. Habt ihr nicht eine Idee? Belforan Hülschen schweigen und du siehst ihn grübeln. Machen wir bei Fiolin weiter. Du bist schon wieder aufgestanden und stehst jetzt vor Darian. Und Darian spricht zu dir. Tut das einfach, Mädchen. Boron sieht, was hier geschieht. Ihr habt keine Wahl. Er wird euch vergeben. Ich bin mir sicher. Rettet euch, indem ihr mich opfert. Seid ihr euch da wirklich sicher? Ich war mir noch nie so sicher in meinem Leben. Es muss doch... Seht ihr keinen anderen Weg? Und er wird ohnmächtig. Okay. Der Schamane also knurrt neben dir. Als ob ihm das nicht gefällt, dass er ohnmächtig geworden ist. Er hätte lieber den Schmerz in seinen Augen gesehen. Ja. Alle Blicke sind auf dich gerichtet. Ja, ich zieh schon den Dolch. Guck mich nochmal um, ob ich irgendjemanden irgendwas sehe, irgendwas, was auf uns zukommt, irgendwie was für Ablenkung sorgen könnte oder so. Und wenn ich nichts sehe, dann spreche ich ein Gebet zu meiner Göttin. O große, gnadevolle Marbo, führe diesen Dolch, auf dass er einen... Stellt meine Geduld nicht auf die Probe! Ja, ich mach ja schon. Gütige Marbus, lasst es einen gnadevollen, kurzen Tod werden. Und dann hole ich aus mit dem Dolch und trenne ihn die Hauptschlagader am Hals so durch. In diesem Moment hörst du einen markerschütternden Greifenschrei, der dich zusammenzucken lässt. Alle Blicke richten sich nach oben und Belforan hat sich aufgerichtet und stößt sich vom Rand der Klippe ab und schießt geradeaus nach vorne und lässt sich so ein bisschen fallen. Belforan, nein, tut das nicht! Lenkt sie ab, lockt sie in den Wald oder irgend sowas, aber greift sie nicht direkt an! Schnell in Deckung, Aliana! Ich schmeiß mich wieder runter. Ja, Aliana kam auch gar nicht aus der Deckung. Und der Greif spreizt seine Flügel und wird so vom Wind so erfasst und nach oben getragen wieder und er guckt in deine Richtung und nickt dir nochmal zu. Und alle Augen sind auf Belforan gerichtet. Die meisten Orks haben Angst in den Augen und ein, zwei rennen sogar weg. Und der Schamane lächelt aber nur und es erschallt wieder in euren Köpfen. Ich rufe dich, Kind der Finsternis, Diener des Namenlosen. Deine verdorbene Magie stinkt über deine Sphäre hinaus. Deine Gier nach Macht und dein Hass auf das Gute haben dich unvorsichtig werden lassen. Doch heute wird mein Herr sich deiner annehmen. Und das verspreche ich dir. Noch bevor der Himmel graut, wird dich der gerechte Zorn Praios zu Staub verglühen lassen. Und damit stürzt er sich hinab auf den Schamanen und will den Schamanen packen. Doch der ist wendig genug, dass er sich zur Seite wirft. Belforan bleibt nichts anderes übrig, als einfach zwei dahinterstehende Orks zu packen und steigt wieder in die Luft auf. Und es kommt, was kommen musste. Der Schamane lächelt und explodiert in einer Wolke aus Fledermäusen und fliegt dem Greifen hinterher Richtung Osten in den Wald. Und die Orks sind alle, die erwachen so langsam aus ihrer Schockstarre und ein Großteil packt die Schwerter und rennt wie wild gewordene Hühner einfach kopflos hinterher. Aliana, seht ihr das?
Wir gucken natürlich über die Kante, ganz vorsichtig. Belforan hat meinen Plan befolgt. Er lockt hier diesen Schamanen weg, aber lasst euch nicht von den Fledermäusen sehen. Die Orks verlassen das Lager. Zumindest viele. Vielleicht können wir Fiolin nun retten. Dieser Schwarm Fledermäuse, immer wieder unheimlich. Unglaublich. Lasst uns einen Weg anders herum gehen. Seht ihr die Orks? Osten. Wir gehen Westen. Die Orks sind alle weg. Ich glaube, das sind doch, wir sind mehr Verbündete, als wenn wir diese Sklaven damit, mehr als die Orks. Seht, es sind nur noch ein paar wenige. Nur wie viele der Ork-Häuptling. Ein Dutzend ist so mitgerannt. Ich mach das mal auf der Karte hier auch ein bisschen. Da fliehen sie, die Feiglinge. Vor unserem Zorn. Belforan? Du bist zurückgekehrt? Und du stehst da mit Blut auf der Klinge und guckst Darian an, bist total fassungslos, was da gerade passiert ist. Und das kam wohl ein bisschen spät, dass Belforan da kam. Und du kommst alles nur so halb im Rausch mit. Und aber bevor wir dazu kommen, springen wir doch erstmal zu unserem dritten Helden in der Runde, der ungefähr Richtung Süden unterwegs ist. Würfle doch mal auf Fährten lesen. Denn ein etwas aus der Puste gekommener Borninger Adliger stützt sich gerade auf seine Knie. Total fertig, weil er gerannt ist die ganze Zeit, weil er. Rot, gelb, blau! Und Nico kommt nie an. Na du, was mache ich denn Andergast? So schnell ist ja nur auch nicht. Mein Fährtenlesen ist tatsächlich bestanden. Bestanden. Dann konntest du die greifenden Spuren gerade noch so aus dem frisch gefallenen Schnee rauslesen. Welche und du weißt auch, dass du in die richtige Richtung läufst, denn du hörst einen Greifenschrei. Und du gehst noch ein Stück weiter und plötzlich hörst du auch, wie Orks schreien und immer näher kommen und eine ganze Horde. Und die kommen immer schneller näher und du... Ich schmeiße mich schnell zu Boden und suche ein Gebüsch, in das ich mich reinschmeißen kann, um erstmal diese Situation zu erkunden und werfe mich quasi ins Gebüsch und gucke in Richtung der Ork-Schreie und der Ork-Fußtritte oder wie die durch den Wald stolzieren, keine Ahnung. Ja, also du folgst. Versuch erstmal unbedingt entdeckt zu bleiben. Du guckst aus diesem Busch raus und siehst auch am Himmel, weil du da direkt rausguckst gerade, wie der Belforan langfliegt und in dem Moment, also hat so zappeln zwei Orks in den Krallen, die er aber loslässt und du siehst die Orks nur noch zu Boden sausen. Und hinter ihm ist eine schwarze, wabernde Wolke. Du kennst es nicht richtig, aber es ist, könnte ein Schwarm Vögel sein. Und da fliegen sie aber auch schon vorbei und du hörst Krippein nur noch aus Dunland. Und dieser gut. Und diese Ork-Horde bricht aus dem Wald und niemand guckt so richtig, wo es hingeht. Die gucken alle nur nach oben und zeigen darauf und rennen so, also gucken auch gar nicht, ob da irgendwie links und rechts irgendwer ist. Und einer guckt so überhaupt nicht auf seine Füße, sodass er voll gegen den Baum rennt. Und ansonsten zieht die Horde einfach vorbei, ignoriert dich und sind im nächsten Moment auch schon wieder verschwunden. Nur der vorm Baum steht, ist ein bisschen verwirrt und guckt sich so um, weiß gar nicht im ersten Moment, wo er ist und sieht dich in deinem Busch, wie du da so rausguckst gerade. Ich ziehe sofort, also ich erhebe, stürme, ich, also der hat mich gesehen, wie ich quasi da hinter meinem Busch hocke, ja? Ja. Dann und rennt auf dich zu. Ja, dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für meine beiden Kurzschwerter. Dann springe ich auf die Beine, so gut es sich eben geht, ziehe meine Kurzschwerter und rufe ihm entgegen. Ha! Kommt nur her, Schwarzpelz! Meine Schwerter haben schon lange kein Orkblut mehr gekostet. Würfel mal auf Initiative. Ich will mal wissen, wer 42. Das Auge ist die weg. Wo steht denn hier Initiative auf diesem scheiß Ork-Dingsbums? 13 plus 1 W6 hat 14 hat er als Grundwert. 14 sogar. Ja, dann hat er jetzt 19. Okay, ich habe schon gewürfelt. Ich suche nur gerade, ich muss jetzt meinen Heldenbogen wieder neu öffnen, weil er Discord. Nicht gut vorbereitet.
Sag das mal meinem Rechner, ey. So, 19 habe ich Initiative ebenfalls. Aber ich habe nur einen Initiativwert von 13. Also 13, dann stürmt er vor und greift zuerst an. Und Sau. Die Sau. Und würde auch treffen. Was ist denn hier los? Ich versuche... Naja, du bist ziemlich groß. Du bist nicht untreffbar. Ja, schon. Ich versuche mit meinen Schwertern zu parieren, aber es gelingt mir leider nicht, den doch wuchtig geführten Schlag des Orks zu parieren. Der ganze 7 Trefferpunkte machen würde. Und er trifft dich an deinen Schwertern vorbei am Arm. Ah! Bestie! Und du kannst gerne zurück angreifen. Ja, und zwar werde ich natürlich mit Jan von Vier Windens gefürchteten Doppelschlag angreifen. Und zwar, indem ich beide Kurzschwerter gleichzeitig schwinge. Und dadurch zwei Attacken habe. Hep. Und beide Attacken würden treffen. 9 und 2. Uah. 9 und 2. Dann versuche ich mal auf Ausweichen zu würfeln. Nö. Würdest ihn treffen. Sehr schön. Dann, sehr schmerzhaft. Schauen wir mal, wie schmerzhaft. Sind ja nur Kurzschwerter. Oh doch, das sind 1x7 und nochmal 7. Und du führst links und rechts und er ist verwirrt von deinen vielen Schlägen und du kannst ihn einfach links und rechts treffen. Springen wir wieder zu Simsa, der sich gerade auf dem Weg gemacht hat Richtung Orklager, so von außen, von Norden einmal nach rechts rum zum Eingang. Und da läufst du. Das haben wir gesagt. Da läufst du lang. Und Aliana ist aber nicht immer hinter dir. Immer auf der Hut, dass da nicht irgendwo doch noch ein Ork steht. Ne? Bei Aliana, wieso? Hat er gesagt, Aliana! Aliana! Ihr solltet mitkommen, wo seid ihr? Aber du hörst ein Kampfgebrüll eines Jan von Vier Winden vor dir. Erkenne ich sofort, dass es Jan ist? Nee, nur so. Nö, ein Mensch, der schreit und ein Ork, der schreit. Aliana, also ich sehe Aliana nicht. Nee, siehst du nicht gefolgt. Gut. Dann gehe ich weiter Richtung des Getümmels, also das, wo der Kampflärm herkommt, packe meinen Zauberstab etwas fester und eile in diese Richtung. Vorsichtig. Vorsichtig. Aber du brauchst gar nicht so vorsichtig, weil du siehst vor dir zwei kämpfende Gestalten. Der Ork mit dem Rücken zu dir und ein Jan von Vier Winden, der ihm links und rechts immer wieder einen zusetzt und... Oh. Jan, was macht ihr hier? Und der Ork dreht sich so um. Kann ich irgendwie einschätzen, wie gut es oder schlecht es dem Ork geht? Dem geht's nicht so gut. Der ist auch so ein bisschen, der will eigentlich auch weglaufen von diesem großen Mann, weil Jan ist ja viel, viel größer auch als der Ork. Oh ja. Weil Orks sind ja generell kleiner als Menschen. Und dann noch so ein großer Jan von Vier Winden, der mit zwei Schwertern auf den einen prügelt, da ist ihm schon ein bisschen mau. Okay. Simsa, Jan, wartet! Wir werden euch helfen! Und wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Sache, aber wir brauchen noch kurz Zeit. Wir wissen noch nicht, auf welche Sache. In dem Moment darfst du deinen letzten Schlag ausführen, Jan. Beschreib mal deinen letzten Schlag gegen den Ork. Also, der Ork wurde ja gerade von Simsa abgelenkt, hat sich gerade umgeguckt und ich sehe natürlich auch schon ein bisschen die Angst, die in seiner Ork-Fratze sich langsam zu bilden scheint, weil ihm klar wird, dass jetzt zwei Gegner auf ihn eindreschen werden. Was natürlich nicht nötig gewesen wäre, denn in einer wütenden Wirbelwind-Attacke schlage ich erneut mit meinen beiden Kurzschwertern zu. Und mit 10 und 5 würde es mir erneut gelingen, dem Ork zweimal meine Schwerter in den Leib zu rammen. Und Blut läuft ihm so das Kinn runter. Fällt er so zu sein. Simsa, da seid ihr ja. Wo ist Aliana? Wo ist Belforan? Ich habe ihn am Himmel fliegen sehen und ein Schwarm Vögel hat ihn verfolgt. Was habt ihr getan?
Ganz ruhig. Wir haben den Ork für euch unter Kontrolle gebracht, dass ihr ihn erschlagen konntet. Kein Dank notwendig. Belforan hat sich von der Klippe gestürzt, um den Ork-Schamanen aus dem Lager zu locken, was wir als Plan entwickelt hatten. Und wir müssen Fiolin retten, sie ist noch gefangen im Lager. Ach, Jan, es ist so viel geschehen. Aliana ist mir gerade verloren gegangen. Lasst uns Fiolin retten aus dem Lager. Und was ist mit Belforan? Was war das für ein Schwarm Vögel, der ihn da verfolgt hat? Nein, das waren keine Vögel, das war der Schamane, ein Ork-Schamane, der sich in einen in viele Fledermäuse verwandelt hat. Oh mein Gott. Müssen wir da nicht Belforan helfen gehen? Gegen diese Kreatur wird er alleine bestehen können. Später. Wir müssen uns erst sammeln. Wie wir schon sagten, Fiolin ist von den Orks gefangen. Folgt mir einfach hier entlang. Und ich renne los Richtung Lager. Ihr rennt los Richtung Lager. Und springen wir wieder zu Fiolin, die dort steht. Und du kannst in der Ferne den Rikai-Priester sehen. Du kannst sehen, wie Morak, der Hirte, zu seinen Rindern rennt. Du guckst dich um und kannst auch hinter dir Azek sehen, der gute neue Orkmann, der euch ins Lager geführt hat. Der ein bisschen verwirrt dasteht. ein bisschen ängstlich, weil er kennt das alles noch nicht so und traut sich auch nicht, Belforan hinterher zu jagen und gerade das wird ihm zum Verhängnis, weil er nämlich von den drei Sklaven attackiert wird, die neben ihm stehen und die schlagen mit Stöckern und Steinen auf ihn ein. Ja, und ansonsten sitzt noch Gromala, die Goblin-Schamanin, neben dem Ork-Häuptlingszelt und scheint ein bisschen unbeteiligt zu sein. Jede Hoffnung aus ihren Augen ist gewichen und naja, auch der Ork-Häuptling steht noch neben die Fiolin. Du findest es sehr seltsam, also du erwachst auch so ein bisschen aus deiner Trance, realisierst, was du getan hast, was hier vor sich geht, dass kaum noch ein Ork im Lager ist. Und jetzt fällt dir auch auf, dass der Haupthäuptling keine Befehle gebrüllt hat und auch einfach immer noch dasteht und irgendwie nichts tut und so seltsam leeren Blick. Und ganz plötzlich, für einen kurzen Augenblick, klärt sich der Blick von ihm und er fasst sich so an den Kopf und guckt dich traurig und hilfesuchend an und dann lässt er den Arm wieder sinken und guckt wieder so leer und ausdruckslos. Und dein Mabo-Amulett wird auch warm, als das passiert und das Amulett gibt dir wieder auch ein bisschen Hoffnung und Mut. Ich habe einen Boron-Geweihten getötet. Das ist frevelhaft. Ich werde nie in die heiligen Hallen eintreten. Oh mein Gott, ich. Bei Marbo, ich muss etwas tun. Ich wurde zum Werkzeug von diesem Monster. Ich muss ihn aufhalten, diesen Schamanen. Ich muss es wieder gut machen. Hier! Und ich richte mich zu diesem Häuptling. Ihr wisst ihr, was ihr für ein Monster in eurem Stamm gebracht habt? Dieser Schamane, das ist keiner von euren Göttern. Er hat euren Göttern abgeschworen. Merkt ihr das nicht? Du merkst, dass er dir nicht zuhört. Also du sprichst quasi wie gegen eine Wand. Mach mal eine Probe auf Götter und Kulte. Also Klugheit bestanden und Intuition bestanden. Und dann ist es Qualitätsstufe 2. Nice. Also du merkst, dass der Schamane irgendwie nicht verzaubert, sondern eher verführt wurde. Also dass eine Liturgie auf ihm liegt. Und wenn du genau hinhörst, dann erkennst du auch so eine Art Melodie. Und du hast die schon mal wahrgenommen. Die ganze Zeit im Grunde und noch nicht so richtig bemerkt. Sie war so unterschwellig und so verfügerisch, dass sie quasi ein Teil von dir wurde. Doch wenn du dich jetzt darauf konzentrierst und versuchst, sie so ein bisschen rauszuhalten aus deinem Kopf und zu trennen von dir, von dem Guten, und du erkennst das Böse in dieser Melodie, die Verführung, die Macht, und du ekelst dich fast schon davor.
Hört ihr das? Habt ihr das auch gehört? Diese Melodie. Und du kannst gerne versuchen, den Ork zu helfen, diesen Bann, bezaubernden Sphärenklang quasi zu widerstehen. Mach mal auf eine Probe auf Heilkunde Seele. Heile Seele. Einzi, alles gut. So, schauen wir doch mal. Also, Intuition bestanden, Charisma bestanden, Konstitution. Ich habe eine 20 gewürfelt. Nee. Das macht leider gar nichts. Nicht bestanden. Das macht gar nichts, denn Gromala tritt unverhofft an deine Seite und fässt dich an die Hand, fässt den Ork-Häuptling an die Hand. Ihr schließt die Augen und ihr konzentriert euch gemeinsam darauf, diese Melodie fortzusperren, versucht sie rauszuhalten aus dem Geist des Häuptlings. Und es ist nicht einfach, da ihr drei solch unterschiedliche Gemüter besitzt, doch etwas eint euch, der Hass gegen den Schaman. Und gemeinsam schafft ihr es, den Geist des Häuptlings zu befreien. Und nur Sekunden sind vergangen. Da öffnet ihr schon wieder die Augen und seht euch an. Und du merkst, dass dem Häuptling es gelungen ist, sich von dieser Melodie zu befreien. Und er brüllt auf und hebt die Hände. Und doch das Brüllen scheint für jemand anderen gar kein gutes Zeichen zu sein. Und du hörst nur ein matschendes Geräusch und ein Pfeil ragt aus dem Auge des Häuptlings. Oh. Der erzittert und zu Boden stürzt. Und du erkennst hinter ihm Aliana, die Hände in die Höhe gereckt auf einem Felsen stehen. Siegesgewiss die Faust in der Luft. Und auch das sehen Simsa und Jan, die gerade ins Orklager gestürmt kommen, wie der Ork-Häuptling aufbrüllt und zu Boden stürzt, getroffen von dem Pfeil von Aliana. Aliana, nein! Oh, guter Schuss, Aliana! 1 Millionentreffer! Nein, er hätte uns geholfen! Was? Er war ein Ork, er wollte euch doch gerade an die Gurgel. Geht es euch gut? Also, dieser Schamane, er hat einfach alle unter Kontrolle. Er hat so eine Melodie im Kopf. Ich war so... Er hat mich benutzt wie eine Waffe, wie ein Werkzeug. Beruhigt euch, ihr redet wirres Zeug. Kommt erst einmal zu euch, setzt euch. Haben wir einen Schluck Wasser irgendwo? Hier, ich habe noch einen Schluck Wasser in meinem Schlauch. Müsste noch ein wenig übrig sein. Ach, danke, ja. Da mein Schlauch. Sind wirklich alle Orks verschwunden? Du siehst gerade, wie Morak wegläuft. Hört doch, dieser Schamane, er kontrolliert einfach alle. Das ist wie Magie. Das ist. Ich habe eine Statue, eine goldene Statue des Namenlosen in seinem Zelt entdecken können. Und vielleicht gibt es ihm Macht. In dem Moment kommt der Rikai-Priester auf dich zu mit deinem Rucksack in der Hand. Du siehst seinen leeren und traurigen Blick und er reicht nur den Rucksack, wendet sich ab und geht auch schon wieder. Und hab Dank. Geht in den Wald hinein, Richtung Süden. Ich krame kurz in den Rucksack, ob mein Dolch dabei ist. Ja, alles drin, was du vorhattest. Wartet, ja, euer Dolch ist dabei. Wir haben uns gemerkt damals, dass der Priester den Rucksack mit Dolch, ja. Ja, wunderbar. Aliana kommt dazu. Was meint ihr mit, was für eine Statue? Habt ihr nicht gesehen, dieser Priester gerade, er hat uns geholfen. Nicht alle Schwarzpelze sind böse. Sie stehen oder standen, besser gesagt, unter einem Bann von dieser Kreatur. Vielleicht hatten sie einfach nur Angst. Ich weiß nicht, dieser Häuptling gerade, ey. Habt ihr nicht gemerkt, er hat keine Befehle gesprochen? Dieser Schamane befiehlt faktisch alle Orks hier im Dorf. Sie stehen unter seiner Macht. Und diese Melodie, habt ihr diese Melodie im Kopf gehört? Das war so ein... Was für eine Melodie? Ganz sanftes... Nein? Ihre war keine Melodie. Aber es kann durchaus sein, dass der Schamane alle unter Kontrolle
Der hat große Macht. Wo ist diese Statue wieder? Wir sollten sie uns ansehen. In seinem Zelt. Da, und ich zeige auf das Zelt. Sollten wir uns nicht um, Also Jan von Vier Winden guckt sich um und sieht da hinten noch die drei Sklaven, die auf den Ork einprügeln. Oder ja. Sind die fertig? Die sind fertig. Azek liegt ein bisschen tot am Boden. Ein bisschen tot am Boden, okay. Ist da auch noch der Oger oder ist der... Der Oger tobt in seinem Käfig, ja. Und will sich da immer noch losreißen, kann er aber nicht. Der hat einen Käfig? Seit wann? Ein Oger! Seht doch! Das war eigentlich schon immer ein Käfig. Ja, so ein Holzgatter rundherum wahrscheinlich eher nur so. Ja, so ein Zaun oder so. Mhm. Ja. Kein richtiger Käfig, nein. Okay, aber der ist, der bedroht gerade niemanden, sondern der tobt da nur rum und der tobt rum, der kann nicht von seiner Kette weg. Was sollen wir tun? Wollen wir die Statue holen oder? Na, mach doch! Verstärkung holen? Ich geh in das Zelt. Ja, zeigt es uns. Und dann renn ich los. Ja, und Simsa steigt noch über den toten Darian drüber und folgt alle. Der war festgebunden, der hängt da noch dran an der Stele. Ach so, na gut. Aber du kannst ihn gerne losmachen. Nein. Ja, ich wollte sagen, dann, während Fiolin in das Zelt geht, gehe ich zu dem Boron-Priester und sehe, dass er wahrscheinlich tot ist. Ja, du streichelst ihn nochmal. Ei, ei, ei. Nein, ich streichel ihn nicht, aber ich ja, du siehst, dass er tot ist erst. Genau, ich würde dann ihn ein kurzes Gebet für ihn sprechen. Boron, nimm die Seele deines Dieners in deine Hallen auf und gebe mir die Kraft, seinen Tod zu rächen. Und seinen Mörder zu zerschmettern. Recht so. Aliana steht bei dir und guckt auch nach den Sklaven, ob es denen gut geht. Und darunter befindet sich natürlich auch Salut Ifrinsholzer. Und ja, ihr beide, Simsa und Fiolin, geht ins Schamanenzelt. Und da findest du alles so vor, wie du es gestern verlassen hattest. Es liegt noch Aslaifs Leiche vor auf dem Boden. Auf diesem kleinen Altar steht diese namenlose Büste. Und du siehst auch rechts auf einem Tisch eine Schriftrolle liegen, eine große Schriftrolle, und daneben noch Arlekins Stab stehen. Nein! Falschen Charakter. Simsa, seht, diese Statue. Das habe ich gemeint. Das ist eine Statue des Namenlosen, eindeutig. Heißt es nicht, man soll sich kein Bildnis von seinen Göttern machen? Ja, vielleicht hat er deswegen kein Gesicht, ich weiß nicht. Aber vielleicht müssen wir sie kaputt machen, oder? Da ist auch noch so eine Schriftrolle. Seht ihr die? Eine Schriftrolle? Hm. Du erkennst die Schriftrolle als die du hatte ich ja auch vorgestern, gesehen. Ja, vorgestern gesehen hast. Wo die Orks so wild rumgelaufen sind deswegen. Hm. Nun, zunächst einmal. Simsa geht zu der Statue und ich schmeiß sie einfach runter und guck, ob sie kaputt geht. In dem Moment, als du sie anfasst, kannst du sie gar nicht bewegen. Also du willst sie runterschubsen, aber als du sie berührst, spürst du so ein Summen, und das Artefakt ist, also es scheint ein Artefakt zu sein, und das ist merklich warm und pulsiert so in deiner Hand wie ein lebendiges Herz, und dich überkommt ein ungutes Gefühl und ein Verlangen nach Macht und Zerstörung. Und je länger du die Hand da dran hast, desto stärker wird das Verlangen, und du fängst an zu zittern. Wir werden alle beherrschen. Simsa, wir werden der Mächtigste unter allen sein. Ein Ring, sie zu Knäbe. Nimm die Hand weg. Was ist denn das? Du schüttelst dich, und dein Geist ist so voll mit wirren Gedanken und komischen Einflüsterungen. Ist böse. Sie wollte Besitz von uns ergreifen. Es ist gut möglich, dass sie eine Macht innewohnt, die dem Schamanen irgendwie dient, Leute zu kontrollieren. Warte, ich habe eine Idee. Und ich nehme Arlekins Stab. Nein! Und hau mit dem Stab auf die Statue. Und du haust auf diese Statue, und das macht nur so... Und die Statue zerspringt quasi förmlich. Oh. Also sie... Und als sie zerstört wird... ertönt ein Schrei, der nicht von dieser Welt zu kommen scheint. Er ist laut und grell, und ihr müsst euch die Ohren zuhalten.
Und du glaubst, etwas davongleiten zu sehen, aber im nächsten Moment, als du hinguckst, bist du dir nicht mehr sicher, ob da was war oder nicht. Und das ungute Gefühl ist verschwunden und auch die Einflüsterungen sind weg. Und plötzlich hört auch so ein Dröhnen in euren Köpfen auf, das ihr gar nicht so richtig wahrgenommen habt. Aber jetzt ist das weg. Und es ist einfach nur still. Und du hörst in der Ferne, hörst du einen Orkschrei. So wie ein schmerzhafter Orkschrei. Spürt ihr das auch? Ja, vielleicht der Schamane. Die Zerstörung der Figur war einfacher, als wir dachten. Gut gemacht. Wir wollten einen Plan ausarbeiten, aber manchmal ist rohe Gewalt doch die beste Lösung. Was ist das? Und Simsa nimmt sich die Schriftrolle und guckt so ein bisschen so kurz, was das so ist. So. Du lässt sie aufgleiten und neben orkischen Rezepten sind da also neben vielen orkischen Schriftzeichen und Bildern von Kräutern und Orks und so stammbaummäßig, als ob so ein Ork den nächsten abgelöst hätte, erkennst du auch eine Darstellung, also siehst du so ein Porträt-ähnliche Darstellung, die auch viel feiner gezeichnet ist als irgendwas sonst auf diesem Pergament, und du erkennst die Darstellung von Magiern. Im Hintergrund siehst du das Wappen von Lowang. Und die Magier foltern gerade Orks. Und einen Magier ist besonders in Szene gesetzt. Den erkennst du auch. Es ist Arlekin. Ersichtlich an den schwarzen Haaren, der Gestalt und der seiner schwarzen Robe und ein süffisantes Grinsen im Gesicht. Und du erschauderst. Und dein Blick schweift auf den Stab in Fiolins Händen. Und jetzt bist du gar nicht mehr so sicher, ob du ihm den Stab oder Fiolin den Stab wiedergeben solltest. The fuck? Das ist Arlekins Stab. Ach, ein Schnauze. Das ist sehr interessant. Kann man die mitnehmen? Ist die riesig? Ist die einsteckbar? Ich weiß nicht, wie groß du sie beschrieben hattest. Du hast sie als sehr lang beschrieben, ne? Die war sehr... Ja, aber sie ist super dünn und leicht und völlig handlich. Die kann man einfach so in dem Ärmel verschwinden lassen. Also du kannst sie nirgendwo in eine Tasche stecken, dafür ist sie zu groß. Du müsstest sie in der Hand behalten, wenn dann. Ach. Gut. Also doch, du könntest sie unter dein Gewand stopfen, aber dann guckt sie halt sehr, sehr groß raus. Sie würde dich behindern. Fiolin, seht, er kennt hier auch Arlekin hier. Das sieht doch genau aus wie er, und er foltert Orks. Ja, und dieser Stab, ist das dieser Stab? Ja, sein Magierstab. Das ist sehr interessant. Er scheint mehr verborgen zu haben vor uns, als wir dachten. Na, wir können diese Rolle nicht mitnehmen, sie ist zu unhandlich, aber wir könnten ein Stück rausschneiden. Hm? Könntest du tun. In der Sekunde öffnet übrigens der gute Jan von Vier Winden die Zeltabdeckung und betritt das Zelt. Habt ihr diesen Schrei gehört? Was war das? Was habt ihr getan? Nun, wir haben diese Statue des offenbar des Namenlosen zerstört. Und dann ertönte dieser Schrei. Etwas ist vor uns aus dem Zelt gewichen, oder habt ihr das auch gesehen, Fiolin? Wir hatten den Eindruck, da war ein Schemen von irgendwas und nun ist er fort. Wie auch immer, es scheint ein wichtiges Artefakt gewesen zu sein für den Schamanen. Vielleicht schwächt es ihn und hilft uns, ihn zu zerstören, ihn zu besiegen. Du siehst übrigens Aslai vom Boden, ne? Den toten Aslai. Ach, den sehe ich schon. Der liegt da auf dem Boden. Ist das Aslai, der da hinten liegt? Ihr kennt ihn? Ja, er ist ein mieser Verräter gewesen. Er ist schuld daran, dass einer meiner guten Freunde gestorben ist. Vergiftet. Er war ein Attentäter, ein mieses Stück Scheiße. Damit gehe ich zu der Leiche von Aslai und verpasse ihm so einen Fußtritt. Also keinen Dollen, sondern nur so ein... Lebst du noch?
Ich hoffe für euch, dass Boron euch in den ewigen Gefilden, wo auch immer das sein mag, verrotten lässt, auf dass ihr eurer gerechten Strafe nicht entgeht, auch im nächsten Leben nicht und in welchem Leben auch immer. Ihr wart ein Stück Abschaum und ich hoffe, ihr hattet einen schmerzhaften und qualvollen Tod. Es sieht aus, als hätte jemand ihm... Gar nicht. Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnürt. Oh, seht, sein Herz. Sein Herz fehlt. Welche Teufelei ist dies? Das mit der Kehle, das war wohl ich. Was? Ihr? Wieso? Ich. Was habt ihr getan? Ich musste es tun. Der Schamane hat es von mir befohlen. Ich hatte keine andere Wahl, sonst wäre ich jetzt da auf dem Boden. Ich lege meine große Pranke auf Fiolins Schulter. Seid unbesorgt, Tochter der Mabo. Mit diesem Tod habt ihr eure Seele nicht befleckt. Er war ein Ungetüm, ein Ungeheuer, der jeden Tod verdient hat, dem ihn ihr geben konntet. Beruhigt euer Gewissen, ihr habt der Welt etwas Gutes getan, als ihr diesen Mann von der Erde geholt habt. Er war wirklich kein guter Mensch. Und kein guter Tätowierer. Was? Der Beste. Und er kann sich jetzt nicht beschweren, denn er ist tot. Hab Dank für eure aufmunternden Worte. Aber wenn das alles hier vorbei ist, muss ich ihn trotzdem bestatten. Es ist meine Pflicht. Es ist kein Lebewesen sollte so verenden. Und Aliana kommt in dem Moment ins Zelt rein. Ja, das könnt ihr später machen, aber Belforan, er kämpft allein gegen die Orks. Überhält dann kurz in und überlegt. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Lassen wir ihn machen. Wir könnten... Was erzählt ihr denn da, Aliana? Was denn? Wo kämpft er? Belforan ist ein Geschöpf des Herrn Praios. Wir müssen ihn, wenn wir können, müssen wir ihn unterstützen. Vielleicht hört ihr das nicht? Was? Ich hab noch nichts gehört. Aua. Nee, also ihr hört nichts wirklich deutlich, aber Aliana hört natürlich Kampfgeräusche in der Ferne. Nein, er kämpft gerade gegen den Schamanen. Hört ihr das nicht? Nein, ich kann keinen Kampfeslärm vernehmen. Werte Dame, euer Gehör muss wahrlich gesegnet sein. Ich kann nichts vernehmen, aber wenn ihr den Kampfeslärm vernehmen könnt, dann könnt ihr uns sicherlich auch dorthin führen und wir sollten uns beeilen. Selbstverständlich. Wenn Belforan in Not ist, vielleicht ist das unsere Chance, die Welt von dieser Bestie zu befreien, von diesem Schaman. Simsa, und ich gucke Simsa an, könnt ihr Arlekins Stab an euch nehmen? Vielleicht, ich weiß, wo ist der überhaupt? Er wollte, ich weiß, wo ist... Was habt ihr? Ich war doch... Aber... Er wollte mir... Er ist... Oh mein Gott. Er war bei euch. Ja, ich erinnere mich nur dunkel, weil... Verdammte Zauberei, was ist... Egal, Tamino, könnt ihr Arlekins Stab an euch nehmen und... Wenn wir ihn wiedersehen, vielleicht... Tamino ist nicht hier. Aber... Wo ist Tamino? Tamino gesagt? Er scheint sehr verwirrt zu sein, dieser Jan von Verwinden. Simsa, könnt ihr den Stab von Arlekin an euch nehmen? Vielleicht treffen wir ihn noch wieder. Er würde sich gewiss dankbar zeigen. Wir sollten einen so kostbaren Magierstab nicht einfach hier im Orklager stehen lassen, aber wir können ihn auch nicht mit uns nehmen in einen womöglichen Kampf. Vielleicht werden wir ihn am besten verstecken. Oben auf der Klippe haben wir schon einmal unsere Sachen versteckt. Dafür ist keine Dort könnten Zeit, wir ihn. Ruft Aliana. Dann werden wir ihn auf dem Weg im Kampf irgendwo vergraben. Aber wir können wir nicht können mit zwei Stäben. Wir können doch nochmal zurückkommen, das ist doch kein Problem. Jetzt lasst uns auf in den Wald. Simsa nimmt ihn einfach. Los, wo ist dieser Kampfeslärm? Und Aliana läuft voraus. Euch folgen natürlich auch die drei Sklaven, die sich auch mit Ork-Waffen
erstattet haben. Und zwar sind das zwei Männer und eine Frau. Und die Frau hat dann eher nur den Bogen genommen und die zwei Sklaven, anderen Sklaven, haben halt noch ein Säbel genommen. Und gemeinsam rennt ihr Richtung Wald. Auf dem Weg, während wir gemeinsam rennen, ja, sage ich noch zu den anderen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe etwas auf seiner Brust gesehen. Das könnte wichtig sein für uns, für den Kampf. Er hatte da dieses so ein leuchtendes Amulett oder so ein Stein oder irgendwas. Es war etwas neblig, aber irgendwas in seiner Brust. Und vielleicht ist das dieser Splitter, den schützt. Achtet einfach drauf, wenn ihr es im Kampf seht. Vielleicht müssen wir. Ist das der Schlüssel zu unserem Sieg? Ihr sprecht vom Schamanen. Ja. Ich bin noch verwirrt. Ja. Ihr meint, er trägt eine Art Kette oder ähnliches, die wir ihm wegnehmen oder zerstören oder was auch immer? Ja, irgendwie, ich habe nicht gesehen, ob es eine Kette war oder in seiner Brust steckte, aber irgendwie, da war es. Was wir gesehen haben, als wir als Vogel auf der Stele gesessen hatten, war, dass er einen Splitter um seine Handgelenk trägt. Diesen sollten wir irgendwie entfernen. Er gibt ihm gewiss Kraft, wie er auch uns Kräfte gibt. Unsere Splitter, Aliana, ihr wisst schon. das sagtet ihr schon. Ruhe jetzt, wir kommen nah. Und alsbald erreicht ihr eine verschneite Lichtung, auf der ihr Belforan hinter Nargaz stehen seht, hinter dem Ork-Schaman. Und Belforan ist gespickt von Ork-Pfeilen im Gefieder. Das scheint ihn aber nicht weiter zu stören. Vor ihm kauert der Schamane, sein Arm an sich gedrückt, der nur noch ein Stumpen zu sein scheint. Und es hat aber auch schon aufgehört zu bluten und Nargaz tobt vor Wut. Er ist so wütend und wirft sich gegen den Greifen und ihr seht, wie die beiden miteinander kämpfen und nördlich von euch rennen gerade Orks aus dem Wald hervor. Scheinbar sind Belforan und der Ork-Schamane erst vor kurzem hier gelandet, sodass die Orks jetzt erst hier ankommen, so wie ihr. Und an dieser Stelle ist der Wald etwas dichter, deshalb kommen die nicht alle gleichzeitig auf die Lichtung gestürmt. Ja, und da stehen wir nun. Nur ein Glück, dass wir diese 2 Meter großen Sklaven bei uns haben, die mächtige Krieger zu sein scheinen. Und diese Frau, eine große Kämpferin, meiner treu. So. Dann werden die auch etabliert. Attacke 18, wahrlich. Attacke. Oh. Und jeder würfelt jetzt mal auf Initiative, bitte. Machen wir Jan mal zuerst, weil der ist ein Krieger und rennt immer voraus. Er hat halt auch die höchste Kriegskunst, ne? Der. So, also erst Schamane, dann Belforan, dann Aliana, dann Simsa, dann Jan, dann Fiolin und dann die Orks. Und die, was ist mit unseren Sklaven? Also nicht mit unseren Sklaven, sondern mit den Sklaven. Sklaven kommen danach. Ja, das wird jetzt ein Durcheinander, meine Güte. Okay. Also der Schamane hat sich gerade gegen den Greifen geworfen und ihr seht, wie die beiden kämpfen. Und als nächstes ist Aliana dran und sie zieht natürlich ihren Bogen und legt einen Pfeil auf die Sehne. Mehr kann sie in dem Moment noch nicht machen. Die ist ja doof. Wir haben uns doch dem Kampfeslärm genähert. Ich hätte jetzt von ihr erwartet, dass sie schon den Bogen gespannt hätte. Ja. Ist die doof? Stimmt, ich habe meine Schwerter schon gezogen. Anfängerin. Richtig dumm. Richtig dumm. Simsa ist dran. Hört ihr das? Ja. Ich höre es. Ist das eine Art Dämon im Hintergrund? Das ist ein sehr kleiner Dämon. Sehr kleiner Dämon, der nicht schlafen will. Es geht jetzt zum Mittagsschlaf, kleiner Dämon. Ja, so, da ist die Karte. Okay, wir stehen alle da. Du bist der kleine rote Teufel hier. Ah, der. Gut. Die drei hier oben sind die Sklaven, die hier. Das ist Jan. Also, Simsa probiert schnell erstmal sich selbst zu schützen
Nicht, dass ihm hier irgendwas passiert, weil das ist ja so ein offener Kampf hier. Deswegen konzentrieren wir uns. Aber wir brauchen nur eine Aktion, deswegen können wir es gleich machen. So, wir machen, versuchen zu wirken, einen Armatoz mit, um 2 Rüstungsschutzpunkte zu bekommen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wa? Ne? Mach das doch lieber auf mich. ich Stoffi. weißt du, Nico? Ist dir gelungen. Damit wächst Simsas Haut, kriegt eine neue Schicht und wird stabil und fühlt sich hart wie Kruppstahl und Diamant an. So, und hat damit 2 Rüstungsschutzpunkte. Gut, das tust du und dann ist die gute Fiolin, na Quatsch, der Jan dran. Tja, also da das ja jetzt hier eine riesengroße Schlacht ist, ne? Mhm. Und Jan durchaus bewandert ist in der Kriegskunst und das hier ja schon eine richtige Schlacht ist, würde ich ganz gerne meine Probe auf Kriegskunst machen, wenn du mir das erlaubst. Na klar. Und dann quasi so ein bisschen den Befehl über die, zumindest über die 3 befreiten Sklaven zu übernehmen. Ja, das darfst du tun, du darfst sie anweisen. Ich glaube, die sind auch froh darüber, wenn du das machst. Sehr gut, dann mache ich mal eine Probe und wenn mir die gelingt, ist alle unsere Initiative um 1 erhöht, weil krass und so, ne? Ja, ist gelungen. Gut, dann sind die Sklaven immer noch zum Schluss dran. Ach, so ein Pech. Gut, und du bist jetzt vor Simsa dran. Also ich stürme in Richtung der Orks mit meinen beiden gezogenen Schwertern und rufe, ja scheiße, haben die uns schon ihre Namen genannt, die befreiten Sklaven? Ich möchte die jetzt im Kampf nicht immer Hey Sklaven nennen oder so. Salut Ifrinsholze natürlich, dann Beruin Bogenmeiler und Gundrun Heckenstelz. Gundrun ist die mit dem Bogen und Salut und Beruin sind mit Säbeln bewaffnet. Oh Gott, Salut und Beruin. Okay, dann muss ich mir noch mal aufschreiben. Salut, Beruin, zu mir, folgt mir, wir kümmern uns um die Orks. Jawohl. Gundrun, unterstütze Belforan mit deinem Bogen. Ich versuch's. Nicht versuchen, einfach tun. Und jetzt folgt gibt mir. Kein Versuchen. Und Jan rennt alleine auf die Lichtung. Nee, Moment, die Sklaven hinterher. Kommen später erst. Die Sklaven kommen später erst. Gut, Fiolin ist dran. Ja, ich habe ja mein Marbodolch immer bei mir gezogen natürlich und laufe in Richtung dieser Felsen, die am südlichen Ende des Schlachtfeldes sind, die so ein bisschen aussehen wie eine Hand, die emporragt. Mhm. Ja, stimmt. In diese Richtung. Oder so, ne? Mhm. Also ich laufe in diese südliche Richtung und währenddessen fange ich an, Worte zu formulieren und eine Liturgie zu sprechen. Allerdings dauert das natürlich 2 Aktionen. Ja. Die Orks sind dran. Da stürmen einige natürlich in eure Richtung. Ja, sie haben euch bemerkt. Und ein paar stürmen Richtung Belforan. Alle mit Säbeln erhoben rennen sie auf euch zu. Dann sind jetzt endlich die Sklaven dran und können dir folgen, Jan. Und die gute Gundrun positioniert sich etwas links davon an einem Baum, damit sie ein bisschen geschützter ist. Dann sind jetzt der Schaman und Belforan dran. Also ihr seht halt, wie die beiden kämpfen. Der Schamane schlägt mit seiner Keule immer zu. Also mit der einen Hand, die andere ist halt ein Stumpen nur noch. Und Belforan richtet sich auf, schlägt mit den Krallen zu und hackt auch öfter mal nach dem Schaman. Aliana schießt ihren ersten Pfeil auf den Schamanen und trifft leider nicht. Ist wohl noch ein bisschen aus der Puste. Und Jan ist dran. Na, Jan stürmt. Wie weit bin ich noch von dem ersten Ork da entfernt? Ja, das sind ungefähr 7 Schritt. 7 Schritt. Also komme ich diese Runde noch nicht ran, willst du mir damit sagen? Na doch, du hast doch Geschwindigkeit 8. Könntest hinlaufen und zuschlagen. 6. Du bist schwerfällig, ja, also krass, hast du Geschwindigkeit 7. Nee, ich bin nur fettleibig, nicht schwerfällig. Aber für fettleibig brauchst du Schwerfälligkeit. Echt? Ja.
Ist egal, du bist dran. Okay. Du bist dran und kannst den Ork angreifen, dann, wenn du willst. Genau, dann schwerfällig und fettleibig, wie ich nun mal bin, stürze ich mich auf den Ork und schwinge meine beiden Putzschwerter nach seinen Beinen, um ihn zu Fall zu bringen. Eine Attacke geht daneben, aber die andere Attacke, also meine ich bin ja beidhändig, beide Schwerter sind ja gleich gut. Und die erste Attacke ist trotzdem die linke, die geht daneben, aber mit rechts würde ich der Stich Richtung Oberschenkel. Ja. Der Stich Richtung Oberschenkel, der Gefürchtete. Und er kann nicht ausweichen, weil er gerade noch so auf dich zugelaufen ist und du kannst deinen Oberschenkel treffen. Ja, mit 6 Schadenspunkten schlitze ich ihm den Oberschenkel auf. Zack! Gut. Jetzt fällt mir auf, ich hätte vielleicht meine Initiative verzögern sollen, damit nicht alle jetzt auf mich schlagen. Ja. Kommen ja gleich noch gleich. Ach nee, die Sklaven kommen zum Schluss, ja. Also, Simsa ist dran. Der gute Simsa. Ich bin ja jetzt noch sehr weit weg vom Kampf. Ich habe gerade überlegt, also auf der Karte zähle ich jetzt was? 11 Orks? 10 Orks sind das, ja. 10? 2, 10? 11? Das ist eine ganze Menge so für uns. Also musst du an dem Stab reiben und dreimal Alekindesch sagen und dann erscheint er. Also kommt der Dämon. Es kommen auch nicht mehr, als jetzt da sind, weil es ist ja ein Dutzend geflohen. 2 hat Belforan in der Luft fallen lassen, also sind jetzt das die 10 Orks, die da stehen. Alekindesch, Alekindesch, Alekindesch. Oh. Aliana dreht sich zu dir um und guckt, was du mit diesem Stab da machst. Funktioniert nicht. Freie Aktion verbraucht. Schmeiß den erstmal weg. Okay. Simsa, ich gehe runter ins nach Süden, ins da wo am Waldrand, so, ne? Mhm. So, hinter Fiolin oder vor Fiolin? Hinter. Du hast ja gesagt, der Wald ist dicht. Also da unten auch oder da oben, wo die Orks herkommen? Und da unten auch, ja. Also rechts davon siehst du auch Dorngestrüpp, ne? Das ist schon sehr dicht. Ah, Mist. Also gut, ich versuche mich weit weg von den ganzen Orks zu halten und an der unteren Waldrandkante entlang zu schleichen, dass ich in die Nähe von Belforan und dem Schamanen komme. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt weg sind. Wie weit schaffe ich das denn? Du würdest bis zum rechts, bis zum ersten Finger da, also bis zum letzten Finger kommen. Und wie weit ist das dann noch weg? Das sind dann noch ungefähr 14 Schritt weg. Okay, dann gehen wir dahin. Also vor Fiolin dann, ne? Ja. Gut, dann ist Fiolin. Mhm. Fiolin läuft weiter in Richtung dieser Felsen, ist kurz überrascht, dass Simsa an ihr vorbeizischt. Dann konzentriert sie sich wieder auf ihre Liturgie, spricht: O gnadevolle Mabo, schenke mir die Kraft der Kinder der Nacht, eurer treuen Diener, und lasse diese Macht in meinen Körper wandern. Und spreche mit verkürzter Liturgiedauer die Liturgie Vampirische Kräfte. Jetzt bin ich mal gespannt. Also. Das macht dich ganz schön stark, glaube ich, oder? Vor allen Dingen heilt es. Da wir ja keine Regeneration haben. Da muss ich alle Fertigkeitspunkte verbrauchen. Das habe ich bestanden. Also habe ich gerade so mit Qualitätsstufe 1 noch bestanden. So, gerade so, weil ich einen Schmerzen habe. Du bist nur ein kleiner Vampir. Ja, genau. Und Simsa hört natürlich das, was ich gerade gesprochen habe. Diese Kräfte der Kinder der Nacht. Auf einmal gibt es wie so ein Rucken durch meinen Körper und meine Augen fangen an, rot zu leuchten, regelrecht. Ja. Und ich kriege auch so spitze Zähne. Mein Körper wird auf einmal schneller, Bewegung erhöht sich so ein bisschen, meine Gewandtheit erhöht sich um 1. Simsa, würfel doch mal eine Probe auf Willenskraft. Währenddessen hole ich auf. Simsa auf. 19. Nimm mal, hast du meinen Bogen. Also, das lässt dann immer keinen Paios-Geweihten sehen, was du da machst, ne? Der besprüht dich gleich mit Weihwasser. Belforan ist beschäftigt. Ja.
Er wird sich gleich freuen, dass ich ihm zur Hilfe komme. 19. Ja, als Vampir? Ich weiß nicht. Ich habe 19, 20 und 6 gewürfelt. Du bist ein wenig eingeschüchtert von ihr. Ja, muss ich auch nichts zu sagen. Ja. Das ist einfach schockierend. Also du hast nicht direkt Angst vor ihr, aber du erschreckst dich sehr. Ich weiß ja, dass bei dir nicht alles ganz knusper ist. Also so, ne? Wir haben ja eine ganz lange Geschichte miteinander jetzt. So, die Orks sind dran und natürlich der vor dir steht links. Und er wurde gerade am Oberschenkel getroffen und ist darüber ein bisschen pikiert. Und greift an und würde dich treffen. Insofern ich versuche den Schlag seines Säbels mit einer Doppelparade quasi abzublocken. Und es gelingt mir. Also du bist so gewandt, dass du in seinen Oberschenkel schlitzt und dann deine Schwerter nach oben ziehst, um zu parieren, und zing, knallt der Säbel auf deine Klingen. Ja. Und der nächste Ork rechts von dir stürmt vorbei an dem ersten Ork und versucht auch wieder dich anzugreifen, schafft es aber nicht. Und ich weiß auch nicht, warum er an dir vorbeischlägt, aber irgendwie scheint er von irgendwas abgelenkt zu sein. Ja, vielleicht von meinen 2,6 Meter, Alter. 2,4. So, der nächste Ork kommt dran. Der Ork rennt in die Richtung. Der kommt hier hinterher. Hier stellen sich zwei Orks auf und ziehen ihre Bögen. Und die beiden rennen einfach nur noch rechts davon vorbei. Und der dritte Ork hier dahinter, der weiß noch nicht so recht, was er tun soll. Also steht quasi hinter den beiden Orks und will auch gar nicht weiter nach links. Na, er ist eingeschüchtert, ne? Ein bisschen. So, die Sklaven sind dran. Na, die sollten ja, also Salut und Beruin wollten mich ja unterstützen im Kampf gegen die Orks. Mhm. Und Gundun sollte, ne, den Ork-Schamanen. Sollte mit, ne, genau, mit Pfeil und Bogen den Ork-Schamanen. Dann rennen die hier so ein bisschen hin, aber sie sind nicht so geschickt wie du, deswegen können sie nur dahin rennen und erstmal. Sie müssen sich erstmal orientieren, wen sie da angreifen. Das ist okay. Aber die gute Gundrun kann schon schießen. Und mit einer 1 kann sie einen unglaublich guten Ork-Pfeil in Richtung Schamanen schießen, der den von hinten auch gar nicht sieht und einfach im Rücken getroffen wird. Ja. Wir haben gewonnen. Wirbelsäule durchtrennen. Der Schnitz gelähmt. Aliana, Brandpfeile. Soll ich denn jetzt Feuer herholen? Ach stimmt, warte mal, ich habe ja Feuerfinger. Gut, der Schamane kriegt den Pfeil in den Rücken und verbüßt dadurch eine Aktion. Aber er kann noch mal auf Belforan einschlagen mit seiner Keule. Trifft ihn aber nicht, weil Belforan zurückspringt, weil er sieht, es kommen noch mehr Orks auf ihn zu. Und springt zurück und greift den einen Ork rechts daneben an, um den so ein bisschen abzuhalten von sich. Und würde ihn auch treffen. Mit einer Kralle reißt er ihm so das Gesicht in Fetzen. Also einmal richtig übers Gesicht vom Ork, und der Ork schreit auf und rennt erstmal zur Seite davon. Genau, Aliana hält so ein bisschen inne und guckt sich das erstmal so an. Mit ihrer freien Aktion packt sie den Splitter um ihrer Brust und will einfach helfen, will irgendwas tun und spricht einen Zauber, den ihr schon öfter mal von ihr gehört habt. Mandrama Firnda Shaka. Und eigentlich ist das ja ein Ritual, das ein bisschen länger dauert, aber mit Hilfe dieses Splitters saugt der Splitter quasi förmlich ihre ganze ASP auf, weil sie einfach diesen Zauber sprechen will und will euch helfen, und es bricht einfach so. Sie stürzt auf den Boden, krallt ihre Hände in diesen Schneeboden, und von ihr aus bilden sich so Eisstrahlen, so wie so Blitze im Boden, und frieren so die ersten Orks vor euch, die drei Orks vor euch, frieren sie so am Boden ein. Also die Beine werden so festgefroren und die stecken plötzlich so im Schnee, im Eis fest. Und auch der Ork-Schamane wird so von diesem Eis ergriffen, und diese beiden Orks, die hinter ihm stehen, sie können auf einmal nicht mehr vor uns zurück, weil die einfach festgefroren sind von diesem Zauber, der Aliana da aus diesen Fingern sprüht. Und ihr merkt, also wer zu Aliana guckt, sieht, dass sie so ein bisschen zappelt und einfach nur zusammenbricht, weil sie so vor Erschöpfung einfach
sich nicht mehr halten kann. Jan ist dran. An dir schießt gerade der Zauber vorbei und friert die Orks fest. Ziemlich cool. Gut, jetzt könnte man einfach nur draufhauen. Also mit meiner freien Aktion rufe ich Salut, Beruin, helft mir! Damit die wissen, dass sie da kämpfen sollen weiterhin. Und ich greife den Ork an, der, mit dem ich gerade schon im 1 gegen 1 mich befunden habe, bevor der zweite da dazu gestoßen ist. Ork 1. Ork Nummer 1. Allerdings verfehlen beide Schwerthiebe. Ach Mensch, dabei steht er doch still. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber Attacke 10 ist halt auch nicht so hoch, ey. Jan ist halt noch nur ein Schild. Ja, der ist ja unerfahren. Der hat doch nur 900 AP gehabt. Lass dich doch einfach auf den Ork fallen. Ja, einfach drauf so Body Slam. Elbow Drop. Ja, daneben. Ist halt so. Ja, der wundert sich ein bisschen, also er ist auch selber beschäftigt mit dem, mit seinen Füßen, dass er da nicht wegkommt und schwingt so ein bisschen hin und her. Vielleicht hast du deswegen nicht getroffen. Ja, genau. Ja, er hat mich voll ausgependelt, die Sau. Simsa. Wir schleichen uns weiter unten am Waldrand entlang, dass wir in Reichweite, die notwendige Reichweite, zum Schamanen kommen, aber uns da unten beim Baum mit Nebel ein bisschen verborgen halten. Wie weit musst du denn oder wie nah dran willst du denn vom Schaman sein? 8 Schritt Nähe, bitte, danke. 8 Schritt Nähe? Also wenn du jetzt dahin rennst, dann würdest du es ungefähr schaffen. Dann wärst du in 8 Schritt Reichweite. Gut, aber wir sind im Nebel. Was für ein Nebel? Na, da unten ist doch Nebel im Feld eingezeichnet, ja, es ist ein bisschen neblig, ja, so. Wir sind nur ein Schemen vor den Bäumen. Niemand kann uns sehen. Der Wald ist ein wenig unheimlich nebelig. Und ihr hört auch ein Dann versinkt Simsa in Konzentration. Ich musste dich da hinrennen für beide Aktionen. Du musstest hinrennen mit beiden Aktionen, ja. Beide Aktionen. Gut, dann, hi. Klasse, Simsa. Wir sind nur ein Zauberer. Wir brauchen Zeit für Dinge. Hat sich eigentlich deine Ini dadurch erhöht, Heiko? Nee, es ist Gewandtheit erhöht. Naja, sagen wir, du bist jetzt vor Simsa immer dran. Ich finde das ein bisschen passender. Ich sehe ja, wie der Schamane gegen Belforan kämpft und es sind auch 3 Orks da in seiner Nähe. Natürlich ist ja meine Hoffnung ist ja irgendwie von hinten an diesen Schamanen ranzukommen. Mhm. Ist dieser Schamane mit Blick auf den Belforan gerichtet und konzentriert, dass ich von hinten rankäme, oder ist da so viel Bewegung drin, dass ich faktisch keine Chance habe, weil er immer mal wieder in meine Richtung blicken würde? Er blickt nicht direkt in deine Richtung. Er ist schon fokussiert auf Belforan, aber er bewegt sich halt viel hin und her. Also ich... Ja, du kannst es versuchen. Also, aber du würdest dann wahrscheinlich eher von den anderen Orks erblickt werden, wenn du dahinter stehst. Aber der Schamane würde dich wahrscheinlich nicht bemerken. Und die Orks sind nicht festgefroren, ne? Doch, die beiden hinter dem Schamanen. Der rechts, der die Krallen im Gesicht hat, der... wurde nicht erwischt. Also was ich mache ist, ich laufe so ein bisschen in Richtung Feldmitte mit meiner normalen Geschwindigkeit. In der Hoffnung, dass ich so mehr hinter dem Schamanen bin, dass der mich möglichst eigentlich nicht so direkt erblickt sozusagen. Ich akzeptiere diese Gefahr, dieses Risiko, dass die Orks mich erblicken können, aber ich nutze diese Zeit, während ich mich da in das Feld reinbewege, um eine weitere Liturgie zu sprechen, aber auch die dauert natürlich ein bisschen, deswegen ist Fiolin jetzt etwas beschäftigt. Ja. Dann sind jetzt die Orks dran, und zwar haben die sich gefangen, der Ork 1 neben vor dir, Jan, und würde dich angreifen, weil er kommt eh nicht vom Fleck und kann eh nichts anderes machen. Würde dich treffen. Ich versuche nach hinten auszuweichen, um quasi aus der Reichweite der Orks dann zu kommen, die festgefroren sind. Warum würfel ich mit 2 W20? Oh, eine 3 und eine 4, scheiße, hätte ich nur mit einem gewürfelt. Leider nicht. Ich benutze mal einen meiner Schicksalschips. Tu das. Ich habe nämlich noch 3 und ich würde dieses Ausweichmanöver gerne erfolgreich gestalten. Ist aber immer noch leider nicht erfolgreich.
Pfeifen. Dann kann er dich beim Zurückweifen, kann er dich noch ein bisschen treffen und würde dir 1 plus 1 W6 war das? Ja, genau. Nee, plus 3. Also 4 Schaden nur machen, ein Glück. Er hat nur eine 1 gewürfelt. Also er haucht dich nur an. Würde deine Rüstung wahrscheinlich anschlitzen. Genau, schrammt über meine Lederrüstung hinweg. Ja. Verpasst mir dabei noch einen leichten Kratzer. Der zweite Ork, der daneben steht, will dich auch angreifen und sieht, dass du zurückweichst und kann dich auch am Arm erwischen, wenn du nicht ausweichen kannst. Naja, jetzt wird es natürlich klappen. Erschwert, ne? Ja, eine 2 hat geklappt. falsche Kamera. Okay. Geil. Okay, du wolltest ja sowieso zurücktreten und schaffst es noch einen Schritt weiter zurück zu gehen und kommst außerhalb der Reichweite von diesen beiden Orks. Jetzt stehen aber die beiden Sklaven neben ihnen, neben dem zweiten Ork. Und der dritte Ork greift den einen Sklaven an und schafft es nicht. Mann, was sind das für Flaschen heute? Kannst du sie bitte nicht mehr Sklaven nennen? Salut und Veruin, ja? Okay, der rechts ist Beruin. Er kann Beruin nicht treffen. Ach nee, der kann ja gar nicht laufen. Der ist ja festgefroren. Genau, die drei sind festgefroren. Er kann gar nicht laufen. Er will zu dem Beruin, aber kommt nicht hin. So, die rechts da drüben, die sind mit Bogen bewaffnet. Da der linke von den beiden, der hier. Der, ja. Der spannt seinen Bogen und vor ihm stehen halt rechts die drei Orks, deswegen würde er da nicht hinschießen. Und die einzigen beiden, die er sieht, sind Simsa und Fiolin. Und Fiolin ist ein leichteres Ziel mitten auf dem Feld, deswegen würde er auf sie schießen. Und würde auch treffen. Okay. Und es ist ja auch noch, ist ja Fernkampf, ist auch noch erschwert. Ausweichen wäre erschwert, ja. Nee, kann nicht ausweichen. Dann würde er dir auch schon wieder eine 1 gewürfelt. Was ist denn das? Was? 5 Schaden machen. Also 5 Trefferpunkte. Aber, okay. Das war kurz. Mein Herz blieb kurz stehen, dass das ein Crit war, aber es war ja nur Schadenspunkte. Okay, alles klar. So, der zweite will Simsa treffen, aber es gelingt ihm nicht, da er im Nebel verborgen sich hält und. Tja, du brauchst einfach nur mal ein Schrittchen zur Seite machen und es ist schon ziemlich schwer, dich dann zu treffen. So, die beiden Orks hinter dem Schamanen können sich nicht rühren. Dessen Gesicht zerkratzt wurde, der hat auch irgendwie so keinen Bock drauf. Der mit ohne Gesicht. Ja, der Kratzer am Gesicht hat, genau. So, und die anderen beiden stürmen auf die Lichtung, vorbei an den Festgefrorenen. Einer Richtung Sklaven und einer Richtung Fiolin. Einer Richtung Beruin und einer Richtung Fiolin. Dankeschön. So, jetzt sind Beruin und Salut Ifrinsholzer dran. Und Beruin wirft eine 1 und kann den festgefrorenen Ork treffen. Und der darf jetzt... Macht mit dem Säbel sind das... Und der jault auf, der Ork. Und weicht so ein bisschen zurück. Aber ist halt festgefroren, kann nicht zurückweichen. Und Salut greift an und trifft auch nochmal mitten auf die Brust des Orks, wenn er nicht, also er kann nicht ausweichen, aber er kann verloren, nee, er kann nicht ausweichen. Und wird an der Brust getroffen und fällt nach hinten um und seine Beine sind aber immer noch festgefroren, das heißt, er hängt da so irgendwie. Und die gute Gundrun pfeift einen Pfeil Richtung des Ork-Schamanen, aber über ihn hinweg in die Wälder hinein. Und damit ist wieder der Schamane dran. Und der Schamane guckt sich um so ein bisschen und merkt, er wird beschossen. Und da kommen irgendwie Blankhäute auf ihn zu. Aber vor ihm ist halt die größere Gefahr. Deswegen schlägt er mit seiner Orkkeule nochmal zu. Und trifft aber nicht mit einer 16. Und Belforan, wütend darüber, dass der Schamane ihn angreift, geht nach vorne und haut mit seiner Kralle wieder zu und trifft den Schamanen im Gesicht. Wenn er nicht ausweichen kann. Nein, kann er nicht. Im nächsten Moment merkt er schon wieder, wie diese Krallen zusammenwachsen, diese Krallenspuren. Und der Ork-Schaman einfach nur wütender dadurch wird. Im nächsten Moment weicht Belforan auch noch einen Schritt zurück.
Denk dran, der hat zwei Attacken pro Runde, ne? Naja, also er hat einmal angegriffen und ist dann zurückgewichen. Was? Vorwärts immer, rückwärts nimmer, Belforan! Aliana liegt immer noch auf dem Boden und rührt sich nicht. Deswegen ist jetzt Jan dran. Dann springe ich auf den Ork drauf. Der umgefallen ist. Und versuche ihn, genau, und versuche ihn einfach mit meinen Füßen sozusagen, also ich springe mit meinen Füßen drauf, um ihn sozusagen unter mir zu zermalmen. Das ist keine Raufnattacke. Ich würde mal eine Kraft... Ja, mach mal eine Körperbeherrschungsprobe, ob dir das gelingt. Ja, mach ich. Also dir wird das auf jeden Fall gelingen. Du kannst da hinspringen, aber ob es ihn... Ob du ihn so triffst, wie du willst. Ja. Rote, gelb, blau. Körperbeherrschung habe ich 7. Also, ich habe eine 3, eine 13 und eine 12. Und damit 6 Punkte noch übrig. Du springst diesem Ork förmlich auf die Brust und es knackst ganz eklig. Und du zertrümmerst seinen Brustkorb. Mit deinen 500 Kilo, die du wiegst. 160. 160 Steine, ja. Wenn die auf dir drauf springen, dann ist aber besser als so ein doofes Schwert im Bauch. Genau. Und Beruin und Salut weichen auch so ein bisschen zurück. Der Ork daneben wird so ein bisschen von dir weggeschubst. Also er dreht sich quasi nur so ein bisschen zur Seite. Gut, das war deine Aktion. Willst du noch irgendwas rufen? Ja, ich rufe zu Beruin und Salut. Beruin, Salut, unterstützt Fiolin. Die nicken. Dann ist die gute Fiolin jetzt auch dran. Mhm. Fiolin formuliert ja ihre Liturgie weiter, bemerkt, dass ein Ork auf sie zugerannt kommt, ist ein bisschen aus dem Konzept gebracht und verzögert deshalb ihre Aktion. Kannst du tun. Dann ist jetzt Simsa dran. Da rennt ein Ork auf Fiolin zu. Genau. Mhm. Der Ork hier rennt auf Beruin zu und der Ork rennt auf Fiolin zu. Der ist doch auch so, wie weit? 7 Schritt, 8 Schritt entfernt? Na, von dir aus 9 Schritt. Okay, Simsa macht einen Schritt nach vorne zur Richtung des Orks und schickt ihm einen Fulminictus direkt vor Latz. Mal gucken. Den muss ich auch nicht verkürzen, das war eben eine andere Idee. Ich muss meinen Plan abholen. Fulminictus. Der war nämlich nur ein Ding. Alakazam! Der macht übrigens 3 Damage mehr, wenn du vorher Kami. Kami! Kami! Fulminictus! Also es gelingt. Es gelingt, ja. Und da kann man ja auch nicht ausweichen, ne? Nein. Das heißt, also der Ork wird getroffen und krümmt sich vor Schmerzen, weil er kommt, weiß gar nicht, wo das herkommt. Und dein Zauber wirkt auf ihn. Übrigens wird eure Rüstung euch nicht schützen. Die nützt nämlich da nichts. So. Dann würfeln wir mal aus, was wir eine 6. Das ist schon mal gut. So. Ah, 2W6. Oh, nochmal, warte mal. Oh, eine 1, na toll. Also plus die Qualitätsstufe mal 2. Und ich habe Fertigkeitswert 11 und habe ihn nicht angetastet. Das heißt, es ist Qualitätsstufe 4? Mhm. Plus mal 2 sind also 8, also haben wir 7 plus 8 sind 15. Da windet er sich vor Schmerzen. Boah. Simsa ist erwacht. Ja. Yeah. Wieso muss das 2 eine 1 sein? Das ist doch doof. Also er windet sich vor Schmerzen, verspürt auch Schmerz, die er nicht mehr los wird und fängt so ein bisschen am Mundwinkel an zu bluten auch. Ja. Yeah. So. Jetzt. Du siehst gerade, wie der Ork vor dir abgelenkt wird und verzaubert wird. Was bei mir passiert, das habe ich letzte Kampfrunde vergessen. Meine vampirischen Kräfte, die jetzt in mir erwacht sind, sorgen dafür, dass ich geheilt werde. Jede Kampfrunde 1W6, deswegen würfel ich jetzt einfach 2W6. Das ist in Ordnung. Schade, ja, sind 2 Dreien, das heißt, ich habe 6 Lebenspunkte dazu erlangt. Das ist, das passiert gerade währenddessen. Das heißt, du hast auch keine Schmerzen mehr, oder? Ja, einen weniger, aber ich habe ja gerade einen Pfeil abbekommen, das heißt, mir geht's trotzdem nicht so gut. Ich habe noch 12 Lebenspunkte, aber egal. Dennoch bewege ich mich weiter nach vorn, aber nicht zu weit, also eher so nur so 2-3 Schritte.
Also du kannst auch an dem Ork vorbeilaufen. Du siehst, dass er komplett abgelenkt ist. Der sieht gar nichts mehr, was um ihn rum passiert. Ach echt, ja? Der ist einfach nur voller Schmerzen. Vorbei. Ja, du kannst an ihm vorbeilaufen. Aber dann ist ja noch der andere Ork, der mir dann wahrscheinlich entgegenrennt, ne? Der rennt nach links zu Beruin gerade. Also er würde dich zwar bemerken, wenn du an ihm vorbeiläufst, aber er war eigentlich Richtung Beruin unterwegs. Okay. Das heißt, der Ork, der sich gerade vor Schmerzen krümmt, dank des Zaubers von Simsa, an dem renne ich einfach ganz knapp vorbei. Ich täusche so ein bisschen an, als hätte ich ihn angegriffen, aber nein. Ich roll mich so an ihm vorbei und spreche meine Liturgie fertig. Das ist nämlich ein Gnadenstoß. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch gut. Oh shit. Okay. Also ist eine 20 dabei, das heißt die 20, dann nutze ich meinen einen Chip, den ich noch habe, um diese 20. Und die 16 rolle ich auch gleich nochmal mit. Letzte Chance für die Chips. Zwei Würfel neu rollen. Ja, letzte Chance. Super. Okay, also ist eine 1 dabei und eine 14. Genau, aber es ist nur eine 1, das ist ein bisschen schade, aber passt schon. Das heißt, ich muss kurz ausrechnen, Mut bestanden. Der Marbodolch glüht auf. Das heißt, die Liturgie des Gnadenstoßes gelingt mir und fängt also mein Marbodolch an, auch ein bisschen zu glühen. Allerdings ist jetzt meine gesamte Kraft verbraucht. Ich bin auch ein bisschen erschöpft. Doch ich fühle mich wie ein Werkzeug meiner Göttin und erlange dadurch mittlerweile Entrückung Stufe 2 auch. Sehr gut. Du ignorierst deine Kopfschmerzen. Sozusagen. Ich bin einfach so im Rausch, in Hass gegen diesen Schaman. Ich will es jetzt wirklich wissen und deswegen bin ich da jetzt so hochkonzentriert darauf. Du willst ihn quasi töten. Er hat dich gezwungen, den Boron-Priester zu ermeucheln. Das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. Genau. Dann sind jetzt die Orks dran. Und der eine Ork, der an dem du vorbeigelaufen bist, der krümmt sich immer noch vor Schmerzen, kann sich gar nicht rühren. Der Ork links von dir rennt zu Beruin und schlägt zu. Trifft ihn aber nicht. Warum treffen meine ihn Jungs. Nicht? Meine Jungs. Das hat doch nichts mit deinen Jungs zu tun. Die Orks sind einfach Jungs. Scheiße. So, der Ork unter dir, Nico, der macht einfach gar nichts mehr. Der ist tot. Ja, ich würde sagen, den habe ich ja wohl zu Mus getreten. Ey. Der links neben dir haut zu und haut dir auf den Rücken, falls... Also, ich fände es schwer. Also, du guckst, kannst nach links gucken und kriegst ein Erschwernis um 4 fürs Ausweichen. Also, wenn du das da ausweichen willst. Ah, schade. Hat 4 gewürfelt, aber es reicht trotzdem nicht. Ja, er würde dich treffen mit einem Säbel. Jo. Der Würfel ist nicht runtergefallen, er ist auf meiner Lehne gelandet mit einer 6. Oh, Arsch. Und der trifft dich mit 9 Schaden. Autsch. Der dahinter ist immer noch festgefroren, kann sich nicht rühren. Aber die beiden Bogenschützen dahinter wiederum schießen nochmal Pfeile. Und zwar beide auf Fiolin, die ja näher gekommen ist. Denk dran, Orks brauchen eine ganze Aktion zu. Die müssen nachladen, ja stimmt, die laden nach. Oh, danke, Nico. Keine Elfenbogenschützen, ne? Sorry, habe ich vergessen, genau. Die laden nach. Kein Ding. Die beiden Orks hinter dem Schaman, die festgefroren sind, auch, die rufen jetzt: Gute Geistfrau! Geistfrau! Der Ork rechts davon, dem das Gesicht zerkratzt wurde, stürzt sich jetzt wieder auf den Greifen. Und versucht ihn irgendwie so am Flügel zu treffen. Schafft es auch. Und. Oh nein, nicht doch am Flügel. Macht 4 Schaden, also rupft ihn so ein paar Federn, so die Spitzen weg. genau. Mann. So, dann ist der Schamane wieder dran und der nähert sich jetzt langsam Belforan und haut mit aller Wucht, die er aufbringen kann, mit seiner Keule auf ihn zu. Trifft auch. Und haut dem Belforan auf den Schnabel und macht 9 Schaden. Belforan kreischt auf und hackt daraufhin mit seinem Schnabel zu. Gen Schamane trifft ihn auch und reißt ihm ein Stück aus der Schulter raus. Und der Schamane brüllt auf vor Schmerz. Und
mit einer 20 kann der Belforan leider nicht seinen Krallen einsetzen. Heiko, möchtest du eine Karte ziehen für diesen Patzer? Oh. Wenn Belforan patzt, ja. Na dann, schauen wir mal. Stolpern. Der Held stolpert. Bis zum Ende der nächsten Kampfrunde haben alle Gegner gegen ihn einen Bonus von 1 auf Attacke. Der Held bekommt aber keine Erschwernis für seine nächste Handlung. Okay. Belforan hat gerade das Fleischstück aus dem Schaman rausgebissen, spuckt es wieder aus und will gerade so ausholen. Und in dem Moment hat der Ork ihn so an den Flügeln geschlagen und deswegen stolpert er so ein bisschen nach links und verknickt sich den Knöchel. Und ist jetzt für die nächsten Runden ein wenig anfälliger. So, Aliana liegt halt immer noch auf dem Boden, die stöhnt und richtet sich so langsam auf, aber so gut, allzu gut geht's ihr nicht. Die ist immer noch sehr erschöpft. Das heißt, oh, ich hab Gundrun vergessen. Die muss nachladen. Die muss nachladen, genau. Salut und Beruin. Also Salut, links hinter dir, ist so ein bisschen überrascht davon, dass du auf den Ork gesprungen bist. Du meintest aber, sie sollen sich um Fiolin kümmern, deswegen rennt Salut hinter dem einen Ork entlang und stellt sich jetzt neben Fiolin hin und weiß nicht so recht, wie er helfen soll und rennt so den Bogenschützen entgegen. Der Beruin wendet sich natürlich an den Ork, der vor ihm steht und schlägt zu und trifft auch. Mensch, deine Jungs. Meine Jungs, Alter. Deine Jungs, auch mit einer 8 würde er den Ork treffen. Das ist der dritte. Handverlesen und ausgebildet in den Borninger Land. So, der ist so ein bisschen lediert, der Ork vor ihm. Und die anderen Orks können sich jetzt so ein bisschen langsam freirütteln von diesen Eisfüßen, die sie da haben. Und können sich in der nächsten Runde dann auch wieder bewegen. Also sie schaffen es so langsam, das Eis wegzuklopfen. Also sich zu befreien. Deswegen ist jetzt Jan dran. Jan hat ja das Ganze jetzt hier schon gut durchschaut. Ne? Und Jan stürmt an dem Ork vorbei, also von dem Ork weg. Würde auch einen Passierschlag in Kauf nehmen, wenn ihm nicht eine Körperbeherrschungsprobe gelingt. Richtig? War das nicht so? Ja. Aber also... Für ihn ist es erschwert und für dich erleichtert, weil er festhängt noch. Ah ja, sagen wir also, um 2 erleichtert für dich. Also ich würde halt ganz gerne auf den Ork zustürmen, der hier bei Fiolin ist. Der windet sich halt vor Schmerzen. Also da genau, und den angreifen. Dann, wer weiß, vielleicht erholt er sich ja noch. Ja, dann würfel mal eine Körperbeherrschungsprobe, ob du dem ersten Ork entgehst. Ja, rot, gelb, blau. Jupp. Du hast ja gesagt, um 1 erleichtert, ne? 2 erleichtert sogar. Ja, dann ist es sogar ganz okay. Dann rennst du einfach nur hin und könntest ihn noch angreifen, wenn du magst. Ja, dann spurte ich, so schnell ich halt rennen kann, auf den Ork zu. Und der ist ja noch im Taumeln sozusagen und versuche ihm von hinten meine beiden Säbel in den Rücken zu rammen. Keine Gnade für Orks. Und beide Säbel würden ihr Ziel treffen. Dann, dadurch, dass er dich auch nicht erkennt, dürftest du ihm beide Säbel in den Körper rammen und ihn zum Boden stoßen. Naja, ich mach Schaschlik aus ihm. Oh, du einmal machst Schaschlik und einmal 5. Ja, aber du darfst ihn auch wirklich töten damit, weil von hinten durch die Brust mit 2 Säbeln ist ouch. Und er schreit nicht mal mehr auf, er fällt einfach nur um. Bam! Ich ritz mir eine 2. Kerbe in den Arm, ey. Bam. Dann ist jetzt Fiolin dran. Ja, Fiolin rennt jetzt hinter den Ork-Schamanen. Ja. Also nur einfach laufen. Du musst aufpassen bei den Orks da rechts, die da immer noch gefroren sind, die lösen sich jetzt bald. Also musst schon aufpassen, dass du da nicht in die Reichweite ihrer Schwerter kommst. Ja, okay, ich habe Feindgespür, da ist sowieso Passierschläge um 4 erschwert, deswegen... Okay. Die aber du könntest mich nicht so schnell treffen. Du könntest den Ork-Schaman erreichen in der Runde, wenn du möchtest. Cool. Ja, dann renne ich hin. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Ist der Schamane von mir überrascht? Ich auf jeden Fall. Der sieht dich nicht.
Das ist gut. Dem wurde gerade ein Fleischstück aus der Schulter gerissen. Und der konzentriert sich quasi darauf zu heilen und den Greifen wieder anzugreifen. Wunderbar. Diesen Überraschungsmoment nutze ich und mit meinem Dolch von hinten so wuchtig, wie ich nur kann, ihn zu attackieren. Und ich nutze dazu präzisen Stich auch noch. Also ich ziele ganz genau. Ja. Ist damit aber leider auch erschwert. Glücklicherweise durch meine Vampirfähigkeit bin ich natürlich ein bisschen gestärkt, aber jetzt hoffen wir mal Daumen drücken, dass es klappt. Und es klappt leider nicht. Oh. Der letzte Chip war schon weg. Kein Chip mehr. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Er hat Jan nicht mehr so viel Leben, der Schamane. Oh, kein Chip mehr. Das ist leider eine 19. Das ist, leider, oh. Ist das jetzt nicht der Moment, wo mal göttliches Eingreifen... Marbo erscheint dir und führt deine Hand richtig. Guck mal, nein, guck mal, es ist so macht man das. Es ist einfach Pech. Es ist okay, es ist nun mal so. Fiolin, also nehmt einen von diesen hier. Schmeiß meine Chips zu ihr. Ja, schade. Hab voll daneben gehauen. Ja. War das jetzt deine ganze Liturgie auch und so? Nee, die Liturgie greift erst bei dem nächsten erfolgreich getroffenen Treffer. Ah, okay. Je. Die Orks können sich jetzt gleich befreien, ne? Viel Lärm um nichts. Simsa, was machst Mann, du denn? Ey. Tja, Simsa hat sich das Ganze besehen und in Ermangelung besserer Ideen versucht er einfach Fiolin beizuspringen. Und greift den Schamanen ebenfalls an mit erneut einem Fulmining Tuss. Hat er ebenso gut geklappt. Ja, hat geklappt. Und auch du spürst den Splitter an deiner Brust, also da, wo du ihn in deiner Kleidung trägst. Und dein Fulmining Tuss wird doppelt so stark, wie du es dir wünschst, weil einfach dieser Splitter saugt auch deine astrale Energie ab. What? Und kann deinen Zauber verstärken. Hab ich da jetzt nichts mehr? Wie viel SP hast du denn? Ich hatte 10. Dann hast du jetzt nichts mehr. Vielen Dank. Ja, 10 ist ja jetzt eh nicht so viel. Nö. Du wirst quasi wie Aliana ausgesaugt und dieser Zauber, den du sprichst, der trifft den Schamanen volle Breitseite. Mit Qualitätsstufe 4 schon wieder. Und der Schamane brüllt auf. Warte mal, kann man die Trefferpunkte mit dem Chip auswürfeln nochmal? Ja. Den Schaden? Nehme ich einen Chip. Einen Würfel, ja. Einen nur? Weil ich hätte 2W6 zu werfen. Also kann ich einen damit neu machen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, einen Würfel immer nur, ja. Ich kann nochmal nachgucken, wenn du willst, aber. Ja, ich will. Weil bei den. Oder sag du einfach, Oskar. Ja, du darfst beide nochmal würfeln. Ja! Yeah. Das war scheiße, ich habe 2 und 1 gewürfelt. 4 und 3, na das ist doch besser. So, 4 und 3 plus Stufe 4 mal 2 sind 8, sind schon wieder 15. Und das verdoppelst du? Ja. 30! Eieiei. Simsa! Simsa! Lab ihm das! Der Ork-Schamane hat nicht mehr viel Leben. Okay. Sehr gut, Simsa! Also der Ork-Schamane wird von deinem Zauber getroffen und er fässt sich an den Kopf und schreit auf voller Wut und Schmerzen. Also ich weiß nicht, ob der Ork-Schamane Schmerzen empfinden kann, aber es hindert ihn doch daran, sein Vorhaben umzusetzen und er... Du merkst, wie er zusammenbricht, auf die Knie fällt und einfach nur brüllt. Ich möchte gerne meine freie Aktion verwenden, um Belforan was zuzurufen. Ja, darfst du. Belforan, hack den Splitter in der Brust kaputt! Und Belforan hört es, schaut und ihr seht, er strauchelt zwar noch so, aber er ist so wütend darüber, dass dieses namenlose Geschöpf immer noch auf Erden wandelt und auf Dere wandelt und Belforan nutzt den Moment, in dem er sieht, dass der Schamane aus dem Boden stürzt und er richtet sich wieder auf die Hinterbeine auf und ihr seht wieder diese knisternde Kugel, die vor seinem Schnabel erscheint und dieser gleißend helle knisternde Blitz und
dieser Strahl, der plötzlich aus seinem Schnabel schießt, auf den Schamanen, direkt auf die Brust. Und ihr seht, wie der Schamane förmlich aufblüht, erst weiß, dann rot, dann wieder weiß, und der Splitter in seiner Brust wird von diesem gleißenden Strahl aufgeladen und saugt diesen Bandstrahl in sich auf, bevor er einfach in sich implodiert und dem Schaman einfach so ein riesiges Loch in die Brust reißt. Und die Fleischfetzen fliegen in alle Richtungen und niemand auf dieser Lichtung tut etwas. Alle stehen still und sehen gebannt diesem Schauspiel zu. Und es natürlich brechen in diesem Moment die Wolken auf. Klar. Und Licht überflutet diese Lichtung. Na klar. Und ihr bemerkt die Praia-Scheibe, wie sie ihr wärmendes Sonnenlicht auf euch niederfallen lässt. Und jeder fühlt sich ja angenehm gewärmt, nur der Schamane nicht. Denn der Schamane fängt an zu schwelen und zu glühen und zerfällt nach und nach zu Staub. Und sein toter Körper ist nicht mehr. Er wird vom Wind verweht. Und Belforan bricht vor Erschöpfung zusammen, bleibt auf der Seite liegen. Die übrigen Orks, die sich von ihren Eisfesseln lösen konnten, stehen da, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen und sind kopflos. Kein Schamane mehr, kein Häuptling, der irgendwie da ist. Vereinzelt ergreifen sie die Flucht und nur noch einer steht da, ein sehr mutiger, der hier. Und sieht dich, Jan, und will noch mal ein letztes Mal zuschlagen, und du siehst die Wut in seinem Gesicht, dass einfach dieser Angriff von den Orks daneben gegangen ist und knurrt euch an. Und willst du noch etwas tun? Na, ich schmeiß meine beiden Kurzschwerter nach ihm. Okay, du wirfst einfach nur deine Kurzschwerter, dann mach mal eine Wurfattacke. Mach ich. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Oh, beide vorbei. Fünf. Und eine 12. Also ich weiß nicht, ich glaube, Kurzschwerter eignen sich gar nicht 12 als Wurfwaffe, oder? Weil es jetzt doch, kannst alles gedacht. Werfen. Kannst alles werfen. Ja, dann würde es mir tatsächlich gelingen, eins meiner Kurzschwerter auf ihn zu werfen. Das andere fällt irgendwie zu Boden einfach. Dieses Kurzschwert kann er parieren. Oh, scheiße. Mit einer 4 hebt er seinen Säbel, kann diesen abwehren und will auf dich zustürmen und dich angreifen. Aber von der Seite greifen einfach Beruin und Salo Giftungsholzer, greifen ihn an, hindern ihn daran. Und du wirfst dich mit den beiden auf diesen Ork und gemeinsam prügelt ihr ihn nieder und stecht auf ihn ein. Und die anderen Orks fliehen und ihr steht auf dieser Lichtung und der Schamane ist nicht mehr. Boom! Den haben wir das gezeigt! Fiolin sticht noch so auf diesen sich zersetzenden Schamanen ein vor lauter Wut. Also ich renne zu Belforan, lass meine Säbel auch einfach liegen und ich renne zu Belforan und lege meine Hand auf seine Flanke. Belforan, geht es euch gut? Können wir euch helfen? Ihr habt es geschafft. Mich einfach. Ich schaffe das schon. Aber ihr merkt, seine Stimme ist sehr, auch selbst in euren Köpfen ist die Stimme sehr leise und schwach. Nun, wenn ihr es sagt, oh mächtiger Belforan, ihr habt heute ein großes Wunder vollbracht. Das Kind der Finsternis ist nicht mehr. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Ich habe euch zu danken. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ihr seid es, die heute zu Helden wurden. Ihr habt den Dank des Praios. Seht, er scheint für euch hinab. Das ist einfach zu fertig. Behalte die Splitter. Lasst mich einfach und ich schaffe das schon. Wie ihr seht, ist Simsa voll im Lichte Praios. Er strahlt inzwischen, während wir hier so reden. Hier so, Simsa hat das Wunder des Bannstrahls gesehen und wie der Himmel aufriss und Praios runterscheint. Und er bleibt stehen neben Belforan, der ja am Boden liegt, hast du gesagt.
und legt ihm die Hand auf die Flanke und blickt in Praios Licht und macht sich Gedanken, ob es vielleicht doch irgendetwas Göttliches auf Dere geben mag. Oha. Ja, und tätschelt so bei Vorans Seite. Es wird alles wieder gut. Na, na. So. Schön, dass ihr das auch endlich erkannt habt. Das war's. Und damit lässt ihr euch ziehen. Die namenlosen Einflüsterungen sind gebannt. Auch ein Glück des zerstörten Büste wegen. Das Ork-Lager wurde dezimiert, die Orks sind in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Ihr geht zum Lager, stürzt den Pfahl auf dem Tanzplatz als Zeichen eures Sieges. Fionn, du kannst gerne noch Aslaif begraben. Ich weiß nicht, ob... Ja, ich begrabe so... Ich kümmere mich aber zunächst um den Boronpriester. Genau, du kümmerst dich um den Boronpriester, aber du willst ihn nicht hier im Lager vergraben. Das ist einfach nicht seiner würdig. Und nee, ich gebe ihm ein ganz wundervolles Grab an der Klippe, an der Aliana, Simsa und Co. einst waren, mit dem wunderschönen Ausblick in das Tal hinein. Dort soll er Ruhe finden. Ja. So, und ihr durchsucht noch das Lager, die weiteren Zelte, die dort sind, könnt noch ein paar Gegenstände mitnehmen, wenn ihr wollt. Alles natürlich. Ich nehme die Goldstatue. Was, ach, die ist kaputt, ne? Die ist zerstört, genau. Aber das Gold liegt noch da. Dann nehme ich alle Orkfrauen. Ich nehme 4 Heiltränke. Das fällt euch jetzt auf. Es existieren in diesem Lager gar keine Orkfrauen. Das ist uns ja früh aufgefallen. Ihr habt immer nur diese Orks gesehen und keine Orkfrauen. Es ist im Prinzip wirklich nur ein aufgestelltes Lager. Kein Wunder, dass die so aggro waren die ganze Zeit. Das ist wie mit den Ents. Und ihr bergt also alle Gegenstände, die euch wertvoll erscheinen und die anscheinend, also die den Dorfbewohnern gehören könnten. Nehmt sogar einen Wagen mit, gezogen von Moraks Rindern, der ja auch abgehauen ist. Ihr beratet noch, was ihr mit dem Oger tun wollt, aber entschließt euch, ihn einfach hier zu lassen, weil er tobt und es ist einfach kein Rankommen an ihn und ihr wisst auch nicht, was ihr mit ihm machen sollt. Freilassen ist einfach keine Option. Und man könnte ihn mit 20 Pfeilen bespicken. Dann hat sich die Sache erledigt, oder? Ihr lasst ihn einfach allein. Na gut. Er kämpft. Er hat ja niemandem was getan. Er hat niemandem was geschrieben. Ihr macht euch auf dem Weg nach Orkenbach mit dem Wagen und den Rindern vorneweg. Könnt ihr euch alle auf dem Wagen ausruhen endlich und euren Kampf in euren Geiste nochmal nachspielen und euer Heldentum feiern, dass ihr endlich diesen Schaman besiegt habt. Und auf dem Weg Richtung Orkenbach entdeckt ihr auch einen ohnmächtigen Zamino, der scheinbar von Alekin niedergeschlagen wurde. Und ihr findet auch Spuren von ihm und könnt ihm zu einem schwarzen Bannkreis folgen. Ihr nehmt an, dass er irgendwas beschworen hat, denn es sind Krallenspuren im Boden zu sehen und sie zeugen von einem sehr großen Tier, ähnlich eines Greifen. Aber ihr könnt keine weiteren Spuren entdecken, denn es existieren keine. Ihr seht lediglich ein paar abgeknickte Baumwipfel. Keine Spur mehr von diesem Schwarzmagier, der sich mit einem geflügelten Wesen davongemacht hat. Jo. Ende. Ich laufe zu Zamino und versuche ihn wach zu machen, wach zu rütteln. Und ihm wieder auf die Beine zu helfen und vielleicht auch mit Hilfe von starken Männerhänden ihn auf den Leider Wagen tot. Zu tragen. Tot. Leider tot. Ja, also no. Euch gelingt es, ihn einzusammeln und ihr macht euch auf den Weg über den Gebirgspass Richtung Orkenbach. Doch dies! Wenn der tot ist, dann mache ich ihn zu einem Untoten. Ja, das ist doch viel cooler. Wolltest du das nicht mit Aslaif machen? Egal, den hast du jetzt vergraben. Eigentlich hab ich jetzt vergraben, ja. Nee, jetzt weiß ich ja, dass Aslaif ein böser Mensch war. Jetzt hat er die Chance nicht mehr. Aber jetzt wenn hat er nicht mehr verdient, Zombie zu werden. So. So, ich weiß nicht, ob ihr noch Punkte wollt, aber ihr könnt, ich weiß nicht, ihr kriegt alle 30 Punkte. Ja. So. Fürs nächste Abenteuer. Also, und wie ihr in Orkenbach aufgenommen werdet, das klären wir vielleicht in einem anderen Video, nicht hier. Dann haben wir es ja doch geschafft. Wir sind so mächtig. Wir haben schon nicht mehr daran geglaubt. Tatsächlich ohne Verluste, ja. Simsa, ihr habt es mit eurer Magie geschafft, diesen Schaman zu bezwingen. So ist es. Ihr seid wahrlich mächtiger, als ich geglaubt hatte. Wir haben es geschafft.
Achso, ich dachte, wir waren jetzt durch und sind jetzt. Wir sind jetzt durch. Also ich habe nichts mehr zu erzählen. Wenn ihr noch was erzählen wollt, könnt ihr das gerne tun. Simsa wurde gefeiert als der Held und so weiter. Tja, ob das so ist. Es steht so in den Geschichtsbüchern, verfasst von Großautor Lysander Federkiel. So, muss ich auch nochmal wieder Werbung machen für meine Bücher? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich halte die ganze Zeit hier so einen Ordner hoch, damit ich nicht so geblendet werde. Das ist ja echt furchtbar. Da gibt es sowas, das heißt Jalousie. Ja, da müsste ich aufstehen. Achso. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns die Treue gehalten habt und die Staffel mit uns zusammen miterlebt habt. Und eine weitere Neuerung wird euch in Staffel 3 erscheinen, aber das verraten wir noch nicht. Seid gespannt. Bis dahin könnt ihr noch eine Folge Arena-Kampf sehen, etwas aufgeteilt. Viel Spaß dabei und auch vielen Dank an unsere Steady-Unterstützer nochmal. Da haben wir nämlich noch drei Leuten zu danken. Wir danken Franka Hüttebräuker. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und die tollen Karten. Vielen Dank. Die waren ja von ihr, genau. Ja, genau. Vielen Dank auch an Nina Koleva für ihre Unterstützung. Dankeschön. Und wir danken natürlich auch Michael Streibel. Ohne eure Unterstützung, liebe Damen und Herren, wären wir nicht hier, wo wir heute wären. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn euch die Staffel gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da, gebt einen Kommentar unter dem Video und freut euch, dass es weitergehen wird mit einer dritten Staffel. Mehr Infos dazu in der aktuellen Ausgabe des Gasthauskuriers. Ja, denn bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zur nächsten Staffel. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt, da ist sie scharf. Oh, aber da sieht man ja voll die scharfe Kante. Eieiei, ei, ei. Da hat wohl jemand... Ja, die werde ich im Schnitt ja nicht zeigen können. Ach so. Ich dachte, das geht da direkt rüber. Ja, da wird es ja einen gedanklichen Sprung geben dahin. Okay. Das wäre ja Quatsch, wenn das Orklager direkt an eine Lichtung grenzen würde, im Wald. Wahrscheinlich gehen wir eh woanders hin als dahin. Sowieso. Ich will zurück nach Andergeist. Und los geht's. Was war denn das? Flo hat Soundeffekte gemacht. Ich habe kurz mein Mikro ausgeschaltet, um zu niesen. Ah, so hat's gemacht. Das hat Laserstrahlen geschossen. Das war die 48 Volt Spannung aus. War, so. Das war der Bannstrahl. Ja. Und dann wieder an. Oh, kann ich das auch? Und? Nein. Oh. Okay, gut. Noch Fragen? Ach ja, ja. Neue. What a mess. What a mess. What a mess. Hier sieht's aus, ey. Nach so einer Staffel ist mein Schreibtisch echt das Grauen. Wieso räumst du den zwischendurch nicht auf, oder was? Hast du den jetzt seit einem Jahr nur dafür benutzt? Wir spielen doch seit einem Jahr. Wo soll ich ihn da aufräumen? Ich bin Künstler. Muss ich noch mehr sagen? Schreibtische sind nicht von Belang in dieser Welt. Wenn du übrigens so nah ans Mikrofon ranrückst, dann übersteuerst du ein wenig. Nee, das will ich ja nicht. Hallo. Hallo. Mhm. Ein Zitat aus Dragonheart. Hallo. Das sagt der Drache, als er die Schafe erblickt. Wenn das ein Fan raushört, dann kriegt er einen Chip von mir. Mhm. Mach ich mal die Orks nachher sehen. Hallo. So, und Flo spricht heute die Orks. Machen dann die Orks alle so? Hallo. Hallo. Guten Tag. Aus. Guten Tag, Heiko. Stell dir mal vor, wir hätten die Orks alle sächsisch gemacht. Das wäre super geil gewesen. Ja, dann spiele ich einen bayerischen Zwerg. Jo, mäh. Das hatte ich auch überlegt mal. Ich dachte, ich mache Mulch Diggums aus dem Hörspiel da. Der ist cool. Aus dem Hörbuch. Oder Nico, du nuschest einfach so stark, dass man überhaupt nichts versteht. Test, test, test. Ich habe überlegt, zu hört ihr mich jetzt? Oh ja. Ja, wir hören dich. Oskar, du hast ja gutes Internet. So. Nee, ihr seht heute alle sehr gut aus. Kaum Abbrüche. Das hat nichts mit dem Internet zu tun. Wieder in eure Köpfe und ihr seht, dass alle Augen sich von dir, Fiolin, da war er weg. Dumm.
Wir überbrücken unsere Werbepause, in der Nico nicht anwesend ist, mit ein bisschen Musik. Hört das Gasthaus. Ich hasse dich, Oskar. Wieso hast du mich? Ich bin zerstört. Ich? Deine Aura. Nur weil ich nicht da bin, deswegen. Ja, genau, meine genau. Technik. Da sitzt doch einer, der hat keine Ahnung, was mache ich denn hier? Nee, da wirklich lieber selbst drauf. Ja, er hat Darian umgebracht. Achso, ja, das habe ich nicht mehr mitbekommen, ja. Er hat ihm quasi die Kehle durchgeschnitten. Ich habe eigentlich gehofft, dass er ihm in die Schulter sticht oder sowas. Aber er hat es gleich richtig gemacht. Na, das ist halt gnadevoll und schnell, ne? Ich wollte es dir offen lassen, ob du ihn tötest oder nicht. Ach, und Aliana ist in den Tod gesprungen. Ach so, ja, stimmt. Moment. Also machen wir jetzt noch einen 3-Stunden-Kampf gegen 12 Orks und den Schamane. Wow. Jetzt geht's los, Leute, ey. Nein, nein. Na, von mir aus. Nee, jetzt kommt doch noch der Dämon aus dem Boden. Alekin doch wieder da, oder was? Ja. Sind die Orks dazu in der Lage, sowas zu erkennen und vielleicht einen Vorsicht hinter dir zu rufen? Wie es Menschen auch machen würden? Oder sind die da mit Pfeil und Bogen vielleicht auf Jan fixiert? Ich hab die gespottet. Was hier?